Ich bin nochmal hier vorne, bis es einigermaßen. Test. Willst du mit dem? Kann ich etwas? Obwohl, ich hab das. Hier kannst du das einfach muten. Ja. Wenn wir jetzt hier quasi mit denen, wo es ihm leicht verleihen. Und dann. Ja. Genau. Sehr geehrte Studierende, liebes Publikum, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Ringvorlesung unter der Überschrift Gemeinwohlprämien, zentrales Instrument einer neuen Agrarreform? Mit der GAP-Novellierung 2020 gab es erneut eine Menge heftiger Kritik an der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik seitens der Verbraucher, der landwirtschaftlichen Praktiker selbst sowie aus der Wissenschaft. Konkret bedeutet das, den wissenschaftlichen Vorwurf mit den Flächenprämien der ersten Säule eine großflächig basierte Landwirtschaft auf Kosten kleinerer und mittlerer Betriebe zu fördern und Pachtpreise nach oben zu verzerren. Auch Maßnahmen der zweiten Säule, wie das von 2014 bis 2020 eingeführte Greening, konnten nach Untersuchung des Umweltbundesamtes keinen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigeren und umweltschonenderen Landwirtschaft leisten. Auch verbraucherseitig wird oft Kritik an der Zahlung von Subventionen an die Landwirte geübt, ohne dass diese konkrete Leistungen erbringen, die gesellschaftlich dafür als Gegenleistung gefordert sind. Dies alles ist Grund genug für uns, in unserer letzten Ringvorlesung im Wintersemester 2019-2020 den Status quo und die GAP-Novelle 2020 kritisch zu hinterfragen und die Idee der Gemeinwohlprämie als innovative Alternative zu den derzeitigen Subventionsstrategien vorzustellen. An diesem Abend begleiten uns Professor Dr. Hiltrud Nieberg, Leiterin des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft in Braunschweig, welche dabei den ersten Teil der Ringvorlesung übernimmt, Sönke Beckmann vom DVL, das ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege aus Schleswig-Holstein, erläutert uns im Anschluss die Gemeinwohlprämie und gibt einen Ausblick auf deren Umsetzung und Praktikabilität. Genau. Geht los.
besser. So, gut. Also ich freue mich, dass so viele gekommen sind und ich ein bisschen aus unseren Arbeiten zur GAP nach 2020 berichten kann. Wir als Thünen-Institut sind ja eine Ressortforschungseinrichtung und beraten das Bundeslandwirtschaftsministerium und gleichzeitig bin ich auch im Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich nochmal genauer anzuhören. Wäre es nicht ein Problem? Ansonsten, weil ich glaube, das wird Probleme geben, oder? Nee, jetzt ist es. Jetzt. Okay. Ah. Gut. Dann vielleicht gar nicht mehr so viel Vorrede. Will ich gleich in medias res gehen. Das geht jetzt auch nicht, aber machen wir es damit. So, genau. Die Frage gesellschaftliche Funktion der Landwirtschaft, da muss man sich erstmal klar machen, die Landwirtschaft erfüllt eine Vielzahl von gesellschaftlichen Funktionen. Sie produziert vor allem Nahrungsmittel, aber auch Biomasse, prägt die Kulturlandschaften und die Biotope und bestimmt auch das Tierwohlniveau. Darüber hinaus beeinflusst sie soziale und wirtschaftliche Strukturen im ländlichen Raum. Zur Förderung der gesellschaftlichen Funktion der Landwirtschaft sollte die Politik den Rahmen so setzen, dass das unternehmerische Handeln der Landwirte gleichzeitig dem Gemeinwohl dient. Ein Zitat aus dem wissenschaftlichen Beiratsgutachten zu GAP 2020, was so ein bisschen den Rahmen gibt, was eigentlich die Agrarpolitik dort tun sollte. Tut sie das? Das ist jetzt die große Frage. Ich möchte in meinem Vortrag zunächst einmal die derzeitige GAP kurz erläutern, wo stehen wir eigentlich, dann ein bisschen auf die Stärken und Schwächen der gemeinsamen Agrarpolitik eingehen, ein bisschen über die Dominanz der Einkommenslogik diskutieren, dann einige der Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats aufführen und dann nochmal die Verordnungsentwürfe der Europäischen Kommission aus 2018 ein bisschen reflektieren. Zum Schluss nochmal ein Fazit ziehen und wo ich denke, wo geht es eigentlich hin? Wie war eigentlich die bisherige Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik? Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Säule dieses Bildes eingehen. Sie soll ein bisschen aufzeigen, dass nämlich die Geschichte der Agrarpolitik der EU eine Geschichte der Reformen ist. Abgebildet sind hier die Ausgaben, das EU-Agrarbudget von 1980 bis 2020. Und an den Farben sieht man, dass es eine deutliche Politikänderung gibt. Die gelben Zahlen, das sind Marktstützungsausgaben für Marktstützung, rot für Exportsubventionen, blau, das sind die gekoppelten Direktzahlungen, grün sind das die entkoppelten Direktzahlungen. Und daran wird schon mal deutlich, wie stark sich auch die Ausrichtung in den letzten Jahren verändert hat, Jahrzehnten. Wir hatten vor allem in den 80er Jahren vor allem die Marktpreisstützung, Interventionspreise, was dazu führte, dass viel mehr produziert worden ist. Jeder kennt vielleicht noch den Sprichwort vom Milchsee, vom Butterberg. Und das hat 1992 dazu geführt, mit der McSherry-Reform Änderungen vorzunehmen. In kürzester Zeit wurden die Interventionspreise deutlich gesenkt mit der Folge von Preissenkungen und es wurden zunächst gekoppelte Direktzahlungen als Ausgleich eingeführt. Das sind die hellblauen Zahlen hier. Und gleichzeitig wurden auch Programme zu den ländlichen Raum eingeführt. In diesen Programmen zum ländlichen Raum sind auch Agrarumweltmaßnahmen beinhaltet. Da waren unter anderem schon ab Mitte der 90er Jahre Förderung des Ökolandbaus und es gab eine obligatorische Stilllegung. Dann kamen 2003 die Luxemburger Beschlüsse. Dort wurde deutlicher, dass noch andere Ziele mit zu berücksichtigen sind. Und die bisher gekoppelten Direktzahlungen, die an Produkte und Produktion gekoppelt waren, zu entkoppeln, um mehr Wettbewerbsfähigkeit einerseits und andererseits aber auch mehr Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Das Wichtige ist dann die Reform, das ist sozusagen, dann sieht man hier auch mit, dass die dunkelgrüne Säule in hellgrün und gestrichelt grün aufgeteilt worden ist. Auch das ist die letzte Änderung, dass von den Direktzahlungen ein Teil ganz klar für Umweltziele einzusetzen sind.
Wenn man das so sieht, kann man ganz klar sagen, von einer klaren Marktorientierung, Marktstützung der EU-Ausgaben ist es eben in die Direktzahlung übergegangen. Wir sehen auch, das EU-Budget ist deutlich gestiegen, aber man muss natürlich sehen, es sind auch deutlich mehr Mitgliedstaaten dabei. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, weil, wenn wir uns angucken, die EU-Ausgaben am gesamten EU-Budget, also die Agrarausgaben am gesamten EU-Budget, lagen 1970 bei 90% und sind jetzt etwa bei 40%. Also es gibt da auch eine deutliche Verschiebung. Wo stehen wir derzeit? Es sind 38% des EU-Haushaltes wird für die gemeinsame Agrarpolitik ausgegeben und ein Großteil dieser Mittel, nämlich 73%, für über Direktzahlung an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe. Der große Teil davon wiederum ist eine Basisprämie zur Einkommensgrundsicherung landwirtschaftlicher Betriebe und 30% der Prämie sind die Greening-Prämie, die werden gezahlt für klima- und umweltschutzförderliche Landwirtschaftsmethoden, so heißt das dann. Wie eben schon in der Vorrede gesagt worden ist, hat auch schon der Europäische Rechnungshof, auch andere gesagt, ja, das ist mal eingeführt worden, aber wenn wir uns das angucken, wie es dann letztendlich umgesetzt worden ist, sind nur geringe zusätzliche Umweltwirkungen damit verbunden. Es ist eigentlich von daher eigentlich auch weiterhin auch ein direkter Einkommenstransfer. Was heißt das jetzt in Prämienhöhe, umgewirkung, was bekommt jetzt ein Landwirt? Für Deutschland wissen wir, dass jährlich 4,8 Milliarden Euro an Direktzahlungen an Landwirte ausgeschüttet werden. Die Basisprämie beträgt 176 Euro, die Greening-Prämie 87 und dann wurde ein Element in der letzten Reform eingeführt, nämlich eine Umverteilungsprämie, dass kleinere Betriebe eben höhere Prämien bekommen und das sieht man an den unteren Beispielen, bei 30 Hektar sind es 314 Euro, bei 50 293 Euro, bei 100 Hektar 263 Euro. Man wollte eben diese Diskussion um die, ja, kleinere Betriebe sind bedürftiger, darüber eben auch Rechnung tragen. Die gemeinsame Agrarpolitik besteht ja nicht nur aus der ersten Säule, die Direktzahlung, sondern der zweiten Säule. Das sind vor allem Agrarstruktur- und Regionalpolitik. Dort werden jährlich etwa 2 Milliarden Euro ausgegeben. Und wie an der Karte zu sehen ist, liegt das in der Hand der Bundesländer, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. In der Karte ist das so ein bisschen versucht, klarzumachen, dass hellgrau, das sind die Bundesländer, die den Umweltschwerpunkt haben. Die dunkelgrauen, die haben eher den Schwerpunkt in der ländlichen Entwicklung und die weißen, die haben keinen klaren Schwerpunkt. Aber man sieht schon, die Problemlagen werden in den Bundesländern eben sehr unterschiedlich adressiert und die Größe des Kreises sagt auch, was, wie viel Geld insgesamt im Rahmen der zweiten Säule ausgegeben wird. Wir sehen, Umwelt spielt da schon eine große Rolle. Was sind einige Stärken der gemeinsamen Agrarpolitik? Das ist einmal die Stabilität des politischen Rahmens. Es ist relativ stabil. Landwirte können sich fast schon seit Jahrzehnten darauf verlassen, sie kriegen Unterstützung. Es gibt mittelfristig einen verlässlichen finanziellen Rahmen. Gut, wir müssen jetzt gucken, da komme ich noch drauf ein, mit dem Brexit, dann sieht es ein bisschen anders aus, aber es war immer klar, eine gewisse Menge steht dann auch zur Verfügung. Die Maßnahmen und Programme sind WTO-fondskonform, hat eine Integration von Natur- und Umweltbelangen stattgefunden und es gibt eine breite Instrumentenkiste von den flächendeckenden Instrumenten in der ersten Säule bis zur Ermöglichung regional differenzierter Strategien in der zweiten Säule. Die Liste der Schwächen ist größer. Erstmal ist es eine klare Dominanz der Einkommenslogik für landwirtschaftliche Betriebe. Es ist eine vorrangige Orientierung an der Erhaltung bestehender Strukturen. Die Zielgenauigkeit ist schon sehr fraglich. Es gibt ganz klare Hinweise, es ist eine ineffektive Mittelverwendung. Mit dem gleichen Geld anders umgesetzt könnte man viel mehr erreichen. Naturschutz und Umweltwirkungen sind bisher unbefriedigend. Es sind sehr komplexe und aufwendige Entscheidungs- und Programmierungsstrukturen. Es wird sehr hoher Verwaltungsaufwand ist damit verbunden und es gibt sehr komplexe verwaltungstechnische Arrangements. Letztendlich tut sich die GAP bis heute schwer, den gesellschaftlichen Nutzen der Agrarausgaben zu belegen. Kein Wunder, dass es deswegen eine klare, harte Diskussion dazu gibt. Ich möchte auf die Dominanz der Einkommenslogik eingehen. Und zwar, es gibt letztendlich drei Grundsatzfragen, die immer wieder diskutiert werden und zu denen wir versucht haben, Antworten zu geben. Benötigt die europäische Landwirtschaft eine sektorale Einkommensstützung? Ist eine solche im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik begründbar? Sollten die verteilungspolitischen Effekte der Direktzahlung korrigiert werden?
Und sind die Direktzahlungen ein adäquates Mittel zur Erreichung umwelt- und klimapolitischer Ziele? Zwei zentrale Fragen, wenn wir uns mit den Direktzahlungen auseinandersetzen. Legitimiert werden die Einkommensbeihilfen vor allem mit drei Argumenten. Zum einen die besondere Produktionsbenachteiligung der Landwirtschaft, beispielsweise Wetterabhängigkeit, die sich in Ertragspreis und schließlich Einkommensvolatilitäten niederschlagen. Das zweite sind die höheren Produkt- und Prozessstandards in der EU im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt, mit denen sie im Wettbewerb stehen. Und C, die erhebliche grundsätzliche Einkommenslücke zwischen den geringen landwirtschaftlichen und den höheren gesamtwirtschaftlichen Einkommen. Zu A. Dort muss man einfach mal sagen, es gibt auch andere Sektoren, unterliegen besonderen Faktoren. Beispiel das Wetter, Tourismus, auch andere haben Preisschwankungen, wie zum Beispiel die energieintensive Sektoren. Zu B, das wird intensiver diskutiert. Unstrittig ist, dass es in der EU höhere staatliche Auflagen gibt als in vielen Staaten außerhalb der EU. Letztendlich können wir sagen, zu den damit verbundenen Kosten gibt es jedoch bisher nur wenige und zudem sehr unterschiedliche Angaben in der Wissenschaft. Wenn wir uns aber die wissenschaftlich fundierten Studien angucken, sind die auflagenbedingten Produktionskostennachteile je nach Produkt zwischen 1% und 10% und nicht, wie häufig gesagt, 50% und mehr. Was wichtig ist, die Betroffenheit der Betriebe durch Standards variiert in Deutschland und der EU stark. Ein Tierhalter hat mit ganz anderen Standards zu tun als einer, der Getreide anbaut. Jemand, der Zuckerrüben oder Gemüse baut, hat wieder ganz andere Standards. Das heißt, eigentlich kann man nicht sagen, dass es einen Nachteil pro Hektar gibt. Deswegen sind pauschale Flächenbeihilfen können gar kein geeignetes Instrument für einen generellen Kostenausgleich sein. Zu C. Grundsätzliche Einkommenslücke beruht auf fragwürdigen Annahmen und Berechnungen. Es werden lediglich landwirtschaftliche Betriebseinkommen berücksichtigt und nicht das gesamte Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte. Und wenn wir uns angucken, dass wir 50% Nebenerwerbsbetriebe haben, dass heutzutage Landwirtschaft häufig mit anderen Einkommen verbunden wird, sei es Photovoltaik oder landwirtschaftliche Dienstleistungen, die Ferienwohnung, der Fremdenverkehr, die Direktvermarktung, und immer nur das landwirtschaftliche Einkommen angeschaut wird, kriegt man zur Einkommens- und Einkommenslage der landwirtschaftlichen Betriebe ein nicht vollständiges Bild. Und was wir auch sehen, dass mehr und mehr Betriebe mehrere Betriebe haben. Es gibt Betriebsteilungen, die aus steuerrechtlichen Gründen stattfinden und anderen. Das heißt, ein Betrieb, es gibt Familien, die leben von mehreren Betrieben. Von daher ist das heranzuziehen schon sehr fragwürdig. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir uns eben mit Fragen von Einkommensbeihilfen in der nicht landwirtschaftlichen Gesellschaft muss bei Beihilfen das gesamte Vermögen möglicherweise oder ein Teil des Vermögens mit berücksichtigt werden. Hier muss man sagen, vorhandenes Vermögen wird nicht berücksichtigt. Der wesentliche Punkt ist aber auch, landwirtschaftliche Betriebseinkommen variieren stark, aber jeder kriegt pro Hektar den gleichen Betrag. Hier mal dargestellt aus dem Testbetriebsnetz die Gewinn in Euro hier nicht entlohnte AK, also bezogen auf AK, um sozusagen auch juristisch, das sind die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe, aber um die unterschiedlichen Größen auf eine Größeneinheit zu beziehen, nämlich auf eine AK, sehen wir, dass mit zunehmender Betriebsgröße die Gewinne in Euro je nicht entlohnte AK steigen, aber dass wir eine große Varianz auch bei der Größe haben. Das ist sozusagen im Boxplot zu sehen, dass wir eine große, große Spreizung haben. Aber jeder kriegt pro Hektar das Gleiche. Ist das richtig? Ein wesentlicher Punkt, wenn wir uns mit den Direktzahlungen auseinandersetzen, ist, es soll ja den landwirtschaftlichen Betrieben, die jetzt wirtschaften, zugutekommen, ist, dass das ja aber gar nicht so stimmt. Es gibt nämlich Überwälzungseffekte. Es sind eher die Grundeigentümer, die davon profitieren. Wenn wir uns die wissenschaftliche Literatur angucken, ist das Ausmaß der Überwälzung auf die Pachtpreise in Deutschland, sie variiert. Im Mittel sind es etwa 50%. Und es gibt Untersuchungen von Henning und Breustedt, dass die sozusagen jetzt davon ausgehen, dass es je nach Standort zwischen 87% und 94% sein können, weil die Überwälzung in den Jahren zugenommen hat. Je nach Laufzeit der Pachtpreise findet die Anpassung ja immer mit einem gewissen Time-Lag statt. Und natürlich ein Verpächter, hängt natürlich noch sehr vom Standort ab, überlegt sich,
das ein bisschen von dem Kuchen auch abhaben möchte, der da so schön verteilt wird. Das heißt, das eigentliche Ziel, dass die landwirtschaftliche Produktion davon profitiert, wird nur begrenzt umgesetzt und vor allem dann für die Eigentumsflächen, aber weniger für die Pachtflächen. Der nächste Punkt, der immer bei den Direktzahlungen kritisiert wird, ist ja die, sind eher so die verteilungspolitischen Effekte hier dargestellt, wie sich den kumulativen Anteil der Direktzahlung in der EU, 20% der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten 80% der Direktzahlung. In Deutschland sind es etwa 30-35%. Damit wird deutlich, wird auch eine Ungerechtigkeit empfunden, dass sozusagen so ein kleiner Teil einen so großen Kuchen von dem Ganzen abbekommt. Um das zu verringern, wurde in Deutschland unter anderem die Umverteilungsprämie, die ersten Hektare bekommen mehr. Es gab schon mit der letzten Reform die erhebliche Diskussion um Kappung und Degression der Direktzahlung. Und die Frage ist, bringt das das eigentlich? Ist das zu begründen? Förderobergrenze je Betrieb, degressive Ausgestaltung, besondere Förderung der ersten Hektare. Wir vom Wissenschaftlichen Beirat haben ganz klar gesagt, das ist pauschal gar nicht zutreffend, dass Flächen größere Unternehmen wegen Größenvorteile keine oder weniger Direktzahlung benötigen, vor allem wenn man außer landwirtschaftliche Einkommen landwirtschaftliche Haushalte einbezieht. Von großen Betrieben müssen auch mehr Personen häufig leben als von kleineren Betrieben. Derzeit keine wissenschaftliche fundierte empirische Evidenz für den Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und der Bereitstellung von gesellschaftlich erwünschten Leistungen. Es gibt ja oft immer die Überlegung, kleine Betriebe sind umweltfreundlicher als die großen. Wenn wir uns die Literatur angucken, kann man sagen, es gibt da keine klare Evidenz zu dieser Hypothese, die immer gerne genutzt wird. Man muss auch sagen, dass zusätzliche Anreize bei den kleinen Betrieben auch dazu führen, dass auch vergleichsweise unrentable, meist kleinere Betriebe fortgeführt werden und nachbarschaftliche Betriebe, die sich weiterentwickeln wollen, sich nicht weiterentwickeln können. Das, was aber wesentlich ist, der politische Druck für die notwendig grundlegende Reform wird verringert. Man verbessert so, es macht es ein bisschen gerechter, hält aber an den grundsätzlichen Direktzahlungen häufig fest und ja, die Folgen sind, dass sich nicht wirklich viel ändert. Ein Zwischenfazit: Flächengebundene Direktzahlungen sind als einkommenspolitisches Instrument grundsätzlich ungeeignet, auch wenn es immer wieder so gesagt wird. So und so viel Prozent des Einkommens kommt ja von den Direktzahlungen. Ja, natürlich heute, aber dynamisch gesehen würde sich dann schrittweise auch wieder zurückwälzen. Adressieren nicht die persönliche Bedürftigkeit, was eigentlich unüblich ist bei uns in dem Staat. Ist auch nicht am Erhalt gesellschaftlicher Funktionen der Landwirtschaft orientiert. Und letztendlich Kappung, Degression und eine Fokussierung auf die ersten Hektare können fehlende Zielorientierung auch nicht beheben. Es ist ein Rumdoktern. Sind die Direktzahlungen ein adäquates Mittel zur Erreichung umwelt- und klimapolitischer Ziele? Die Verknüpfung pauschaler Flächenprämien mit Umweltzielen, also um die zu bekommen, muss man, das ist Cross-Compliance, bestimmte Bedingungen erfüllen, die vor allem das Fachrecht betreffen. Und es ist eine Greening eingeführt. Auf den ersten Blick das Potenzial, diese Breiten wirksam in die Fläche zu bringen, das war auch damals die Diskussion, als das Greening gekommen ist, zu sagen, das muss dann jeder Betrieb machen. Im Nachhinein muss es nicht jeder Betrieb machen, vor allem Grünlandbetriebe nicht, kleine Betriebe nicht, Ökobetriebe nicht, es gibt eine ganze Menge Ausnahmen. Und in der ganzen politischen Diskussion ist das sehr verwässert worden. Am Anfang waren etwas stärkere, strengere Maßnahmen vorgesehen und zum Schluss eben der große Anteil, wo man auch heute sieht, ist dann eben Gründüngung und Körnerleguminosenanbau und eher die softeren grünen Maßnahmen. Also, Cross-Compliance verbessert in erster Linie den Vollzug bestehenden Fachrechts. Ja, es macht es ein bisschen teurer, sich nicht dran zu halten. Aber letztendlich politisch würde man sagen, Fachrecht sollte per se angemessen vollzogen werden. Es ist schon jetzt zweimal angesprochen, Greening ist eher ein geringer zusätzlicher Umweltnutzen und der wird teuer erkauft. Mit der Prämie, die dort sozusagen vorgesehen ist, könnte man mit Agrarumweltmaßnahmen viel gezielter, viel mehr erreichen, als das, wie es jetzt umgesetzt ist. Ein anderer wichtiger Punkt ist, EU-weit einheitliche Greening-Anforderungen sind einfach nicht sinnvoll, da regional sehr unterschiedlicher Nutzen, die Umweltsituation, die Präferenz der Bevölkerung und eben auch Kosten, die Opportunitätskosten im Vergleich zu einer intensiveren landwirtschaftlichen Nutzung. Es ist ganz klar, auf dem Bördeboden habe ich viel, viel höhere Opportunitätskosten, als wenn ich in einer Sandbüchse bin. Und das wird überhaupt nicht reflektiert.
Auch da müssen wir immer sagen, genauso wie die Kappung oder erste Hektare Zahlung, Greening vorrangig auch ein Versuch, die einkommenspolitisch motivierten Direktzahlungen gesellschaftlich zu legitimieren. Ein bisschen grüner, ein bisschen gerechter und es kann einfach weitergehen. Die Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats sind da ganz klar und nicht das erste Mal. Der hat schon mehrfach Stellung genommen. Es findet kleinere Veränderungen statt, aber nicht grundsätzlich. Der Wissenschaftliche Beirat sagt, jetzt mit dem, das, was vorgelegt worden ist, gibt es grundsätzlich die Option für eine grundsätzliche Neuorientierung, die sollte genutzt werden. Das Ziel sollte vor allem ein effizienter, an den prioritären Herausforderungen und den daraus abgeleiteten Zielen orientierter Einsatz der Mittel sein. Und es sollte die einseitige Fokussierung auf das Einkommensziel, was eben ja auch nicht erreicht wird, überwinden. Sie sollte eben in den Bereichen Umwelt, Klima, Tierschutz und ländliche Entwicklung deutlich verstärkt werden. Direktzahlung und andere nicht auf gesellschaftliche Ziele ausgerichtete Zahlen abbauen. Der Vorschlag ist, die Direktzahlung innerhalb von etwa 10 Jahren vollständig abzubauen. Direktzahlung nur für Landwirte in Gebieten, in denen Flächenbewirtschaftung und damit verbundene Gemeinwohlleistung ansonsten gefährdet wären. Es gibt Regionen, wo die natürlichen Bedingungen so schwierig sind, dass wir auch jetzt schon manchmal Flächen nicht mehr bewirtschaftet bekommen. Wenn damit aber mit der Bewirtschaftung ein Biotoptyp erhalten bleibt, dann sind damit Gemeinwohlziele verbunden und sollte eben auch eine entsprechende Zahlung stattfinden. Investitionsförderung sollte auch nur zur Erreichung von Gemeinwohlzielen, also im Bereich des Umwelt- und Tierschutzes, bringen. Das Angebot von Maßnahmen zur Honorierung umwelt-, klima- und tierwohlbezogener Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft sollte ausgebaut werden. Die Maßnahmen sollten weiterentwickelt werden, vor allem vor dem Hintergrund der komplizierten Verwaltungslogik, die dort mit verbunden ist und mit einem deutlich größeren Budget ausgestattet werden. Die Verwaltungs- und Kontrollbestimmungen müssten stärker an der effizienten Zielerreichung orientiert werden und es sollten mindestens 30% der derzeitigen Direktzahlungen für Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen vorgesehen werden. Wir kriegen oft die Frage, warum die 10 Jahre, kann man nicht sofort abbauen? Da habe ich gesagt, nein. Die 10 Jahre, die sind damit verbunden, dass die Überwälzung, die jetzt stattgefunden hat, die muss auch eine rücküberwälzt werden. Auch das braucht aufgrund der Pachtvertragslängen wieder etwas Zeit. Die Landwirtschaft muss Zeit bekommen, sich anzupassen. Was aber wesentlich ist, und das wird dann nicht, wäre wichtig, glaube ich, für die Landwirtschaft jetzt zu sagen, rechnet damit, in 10 Jahren gibt es die nicht mehr. Ich bin da skeptisch, ob das kommen wird. Hier ein bisschen aufgezeigt auf der linken Seite, wie jetzt der Ist-Zustand der gemeinsamen Agrarpolitik aussieht etwa. Und die Transformation sollte ganz klar mehr weg von der Basisprämie, der Greening-Prämie, klar zu Gemeinwohlleistungen, die vor allem in den Mitgliedstaaten, aber auch ein Teil EU-finanziert zu 100% durchgeführt werden sollte. Aber das wäre nochmal ein eigenes Kapitel, auf das ich jetzt hier nicht eingehen kann. Was liegt nun auf dem Tisch? Was sind die Vorschläge der Europäischen Kommission, die ja 2018 veröffentlicht worden sind? Wenn wir uns angucken, die Ziele sind ähnlich wie in der Vorperiode. Also an den Zielsetzungen hat sich nicht viel geändert. Aufgrund des Brexit ist damit zu rechnen, dass das Agrarbudget gekürzt wird. In der ersten Säule weniger als in der zweiten Säule. Dafür gibt es aber größere Umschichtungsmöglichkeiten. Man kann 15% zwischen den Säulen von der zweiten in die erste oder von der ersten in die zweite und man kann sogar in die zweite Säule nochmal 15% für Umweltziele. Man kann also insgesamt mit der Junglandwirte 2%, 32% von der ersten in die zweite Säule verschieben. Auch die Kappung ist wieder stark in der Diskussion. Eine Kürzung der Zahlung ab 60.000 Euro und eine verbindliche Obergrenze für Beträge über 100.000 Euro. Auch jetzt hier haben wir wieder die Diskussion, die bei der letzten Reform schon war, steht wieder auf dem Tisch. Die wird auch momentan viel, viel intensiver diskutiert als vorher. Es ist klar, aus welchen Ländern ein Veto eher dazu gesagt wird. Letztendlich ist es aber so sehr von der Ausgestaltung abhängig, ob sie nachher wirklich wirkt, weil natürlich klar ist, wenn dies kommt, werden Betriebe geteilt. Was wir sehen, ist eine strukturelle Neuerung. Es ist eine Dezentralisierung, es geht mehr Verantwortung in die Mitgliedstaaten, eine stärkere Ergebnisorientierung.
Es gibt einen nationalen Strategieplan, der erarbeitet werden muss. Das ist für Deutschland eine große Herausforderung, weil Bund und Länder dort viel intensiver neu zusammenarbeiten müssen. Bisher war die erste Säule Bundesebene, die zweite Säule eben die Länderebene. Dies muss jetzt zusammen programmiert werden. Das schafft neue Herausforderungen. Es gibt ein neues Umsetzungsmodell. Es gibt eine Leistungsüberwachung, ist die zentrale Grundlage des Rechnungsabschlusses. Wird geguckt, hat Deutschland die Ziele, die sie sich gesetzt haben, erfüllt? Da gibt es auch einen ganzen Katalog an Indikatoren, an denen das dann gemessen wird. Es sind aber eben erhebliche Regelungen auf nationaler Ebene notwendig. Insgesamt sehen wir weniger EU, mehr Mitgliedstaat. Und das Neue ist so eine grüne Architektur, stärkere Wechselbeziehungen zwischen erster und zweiter Säule. Auf die werde ich gleich eingehen. Wie sieht nun die grüne Architektur aus? Wir haben natürlich überall erstmal das nationale regionale Ordnungsrecht, das ist immer die Baseline. Zahlungen und Gemeinwohl beinhaltet auch immer nur Zahlungen, wenn es um Maßnahmen geht, die über das übliche Ordnungsrecht hinausgehen. Wir haben die Konditionalitäten, das ist neu. Wir hatten bisher Cross-Compliance, Greening. Die Konditionalitäten beinhalten Maßnahmen des Cross-Compliance, des Greening und es gibt auch noch ein paar neue Maßnahmen. Wie die zukünftig wirklich aussehen, es gibt jetzt eben bestimmte Vorschläge, ist noch vollkommen unklar. Da wird sehr intensiv darüber diskutiert. Nimmt man die Konditionalitäten hoch, jeder muss das erfüllen, wer Zahlung bekommt, oder ist man doch eher weniger ambitiös? Wir haben natürlich weiterhin einen kleinen Teil gekoppelte Zahlungen, Direktzahlungen. Es gibt die Basisdirektzahlungen, die sind weiterhin, werden vorgesehen für die Einkommensgrundsicherung. Wir haben natürlich flächenbezogene Maßnahmen, das sind die Agrar- und Klimaschutzmaßnahmen wie Ökolandbau und Ausgleichszulage. Es gibt die weiteren Förderinstrumente in der zweiten Säule und dann gibt es die Eco-Schemes, das ist ein neuer Aspekt. Und das ist eigentlich das Grüne, ist die grüne Architektur im inneren Sinne, also die Konditionalitäten, Eco-Scheme in der ersten Säule und die flächenbezogenen Maßnahmen der zweiten Säule. Die hängen miteinander zusammen. Das ist gar nicht so einfach, wo will man jetzt eigentlich was umsetzen. Konditionalität, wie ich eben sagte, das sind eben das bisherige Cross-Compliance, im Wesentlichen das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen, ein modifiziertes Greening, Mindestanteil nicht produktiver Flächen statt ökologischer Vorrangflächen, was es bisher gab, diese 5% ökologischen Vorrangflächen, Fruchtwechsel statt Kulturartendiversität und es sollen keine pauschalen Ausnahmen mehr geben. Es gilt dann auch für Milchviehbetriebe, mit Grünlandbetriebe, Dauerkulturbetriebe. Dann sind neue Elemente benannt, das ist Schutz von Feuchtgebieten, Pufferstreifen, Bilanzierungstool für Nährstoffe. Das ist sozusagen das erste Set, was vorgeschlagen worden ist. Das sind die Konditionalitäten. Wenn einer Direktzahlung haben will, muss das eben erfüllen. Jetzt geht's los. Ja, wie hoch muss denn der Prozentsatz Mindestanteil sein? Da finden jetzt Verhandlungen intensivst statt. Soll jedes Land das selber festlegen? Soll es eine EU-einheitliche Regelung geben? Es gibt Gründe für EU-einheitlich, das sind eher Wettbewerbsfragen. Und es gibt natürlich, da die Problemlagen unterschiedlich sind, auch das Argument, nein, es sollte entsprechend der Ziele, des Ziels, der jeweiligen Länder entsprechend ausgestaltet werden. Die Konditionalitäten, das pro einheitliches Mindestanforderungsniveau für die Betriebe. Man muss aber beachten, dass diese Konditionalität eine Grundlage ist, sowohl für die Eco-Schemes und AOKM, also Agrar- und Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, die können nur obendrauf satteln. Das heißt, wenn man schon sehr anspruchsvoll ist auf der ersten Ebene, kann man nicht so viel aufsatteln. Das muss eben auch miteinander gut zusammenspielen. Was aber deutlich ist, wenn man jetzt in den Konditionalitäten sehr, sehr hoch geht, sehr hohe Anforderungen, dann kann sich jeder Betrieb natürlich ausrechnen, eventuell ist es sogar für mich günstiger, ganz auf die Direktzahlung zu verzichten, weil diese Konditionalitäten, die zu erfüllen, können so teuer sein, dass es sich nicht lohnt und es ist sehr wahrscheinlich, dass vor allem Intensivbetriebe, Sonderkulturen, intensive Milch- und Veredelungsbetriebe tendenziell aus den Direktzahlungen komplett aussteigen. Und damit sind eigentlich der positive Umwelteffekt bleibt dann eben aus. Die Eco-Schemes, das ist so, dass jeder Mitgliedstaat muss Eco-Schemes anbieten, aber das Interessante ist, die EU-Kommission hat gar nicht gesagt, Mindestbudgetanteil, überhaupt nicht vorgegeben. 5%, 10%, 30%, letztendlich ist jetzt schon klar, und das sehen wir jetzt schon, es gibt Verteilungskämpfe zwischen den Direktzahlungsbefürwortern und den Gemeinwohlpropagandisten. Weil es geht um das gleiche Geld und jeder möchte eben aus seiner Sicht den großen Kuchen davon haben. Es ist nicht festgelegt,
vom wissenschaftlichen Beirat haben wir gesagt, naja, es sollten eigentlich schon mindestens die 30% sein, die man ja auch schon für Greening hatte, aber auch noch nicht mal das war bisher die EU-Kommission bereit festzulegen. Die Teilnahme für Landwirte ist freiwillig, es ist Teil der ersten Säule und damit anders als bei den Agrarumweltmaßnahmen ist es einjährig, es gibt einen Rechtsanspruch auf Teilnahme, die Gestaltung ist durch den Bund und es gibt keine Anrechnung auf das 30% Budgetvorgabe der Umweltziele der zweiten Säule. Keine Doppelförderung mit Agrar- und Umweltmaßnahmen, da kommt wieder die Abstimmung. Ich muss sehr genau aufpassen, was ich dort in den einen Kasten schreibe, darf nicht in den zweiten Kasten rein oder muss eben deutlich darüber hinausgehen. Die Eco-Schemes haben einen gewissen Vorteil bei Agrar-Umweltmaßnahmen in der zweiten Säule, darf nur die zusätzliche Kosten und der Einkommensverlust eben entsprechend ausgeglichen werden. In der ersten Säule kann es auch darüber hinausgehen. Das heißt, man kann damit auch verdienen. Das, was eigentlich unlogisch in der Regelung ist, wenn es diese Kappung und Degression, die ja vorgesehen ist, gibt, dann gilt das auch für die Mittel der Eco-Schemes. Da fragt sich ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Kann also ein großer Betrieb, der kriegt, wird sozusagen gekappt, auch die Eco-Scheme-Mittel, womit man ja eigentlich was Gutes tun will. Das ist irgendwie ist nicht logisch, was sie sich da ausgedacht haben. Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in der zweiten Säule, da sehen wir, das sind die Fördertatbestände wie bisher, es sind ein bisschen weniger Detailvorgaben. Wir sehen eine größere Steuerung der Kofinanzierungssätze, die müssen ja kofinanziert werden von den jeweiligen Bundesländern, also Bund und Land. Und dort gibt es die Vorgabe, die gab es auch vorher schon, nämlich mindestens 30% der zweite Säule Mittel für Umwelt- und Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Allerdings sind die Ausgleichszulage nicht mehr anrechenbar. Die Herausforderung ist nur, diese grüne Architektur zu gestalten, weil es viele Interaktionen gibt. Ich hatte eben schon gesagt, das sieht man an diesen Bildern, es gibt die Möglichkeit, die Konditionalität und dann macht man Eco-Schemes, Maßnahmen, die gar nichts mit den Agrarumweltmaßnahmen zu tun haben und sich ergänzen können. Es gibt die Möglichkeit, die Konditionalitäten zu strukturieren, da drauf zu legen die Eco-Schemes und noch on top, als on top dann die Agrarumweltmaßnahmen oder auch eine Mischung davon. Ist noch vollkommen unklar. Und es gibt dort sehr viele Unsicherheiten, wie denn das jetzt ausgestaltet werden sollte. Aber wenn es nicht ganz festgelegt ist, hat man ja auch die Chance, was draus zu machen. Da werden wir ja auch nachher ein Beispiel hören, was man unter anderem machen kann. Also letztendlich muss man sich fragen, welche Maßnahmen sind als Eco-Scheme geeignet, wie soll es umgesetzt werden als Einzelmaßnahmen, Maßnahmenset, Punktemodell, soll der Fläche, Betriebszweig oder Betriebsmaßnahmen und dementsprechend sind noch viele Fragen offen. Wenn wir uns angucken, es gibt verschiedene Implementierungsmodelle für diese Eco-Schemes, es gibt das Greening-Modell, ein fixes Paket bestehend aus verschiedenen Einzelmaßnahmen und letztendlich kann der Landwirt entscheiden, ja, ich nehme daran teil oder nein. Es gibt eine freie Festlegung der Zahlungshöhe, es gibt das Ökopunkte-Modell, da werden wir jetzt auch nachher noch ein bisschen mehr davon hören. Das ist ein Menü an Maßnahmen, die mit Punkten bewertet sind, der Landwirt wählt aus dem Menü nach Belieben. Es gibt den DVL Gemeinwohlprämie, es gibt in England das Entry-Level Stewardship und letztendlich je fester Preis, je Punkt und die Höhe wird dann wieder frei festgelegt. Und ich kann Eco-Scheme so umsetzen wie die Agrarumweltmaßnahmen und da ist dann aber auch wieder eine kostenorientierte Bezahlung vorzusehen. Was liegt nun auf dem Tisch bei der Förderung ländlicher Räume über der Landwirtschaft hinaus? Das ist ja auch immerhin ein großer Anteil in der zweiten Säule, der eben auch für diesen Bereich eben zur Verfügung steht. Da sehen wir, da hat sich nicht viel getan. Das ist alles förderbar, was vorher auch förderbar war, Dorferneuerung, LIDA und anderes. Es ist weniger in der zweiten Säule Geld vorhanden, als vor der Umschichtung. Es gibt weniger EU-Vorgaben und letztendlich mehr Gestaltungsspielraum für den Mitgliedstaat. Wie geht es denn jetzt weiter? Ein möglicher Zeitplan und dieser Zeitplan ist vom 9. Januar 2019 schon ein Jahr alt und er gilt schon nicht mehr. Was ich hier einfach zeigen will, ich will nicht auf die einzelnen Aspekte eingehen, wie komplex eine Umsetzung und Einigung im Bereich der Agrarumweltpolitik ist. Und hier war noch gedacht, man kommt 2020, 2021, wird man dann fertig sein. Das ist noch vollkommen offen. Es sind sehr viele Dinge noch zu klären, die jetzt parallel laufen. Eine große Herausforderung ist momentan der Brexit und die Frage, was der mehrjährige Finanzplan, wie viel wird denn nachher für die EU-Agrarpolitik überhaupt an Geld zur Verfügung stehen? Damit wird nachher stark bestimmt, was man auch umsetzen kann.
Wir hatten jetzt im Mai die Wahl, Europäisches Parlament hat sich jetzt neu konstituiert. Wir haben jetzt im vierten Quartal die neue Kommission, wir haben einen neuen Agrarkommissar. Eigentlich war mal geplant, Herbst 2019 Beschluss des EU-Haushalts, der ist jetzt schon auf Frühjahr 2020, vielleicht dauert es noch länger, wir wissen nicht, wie es mit dem Brexit weitergeht, wie genau das umgesetzt wird, welche Verhandlungen da möglicherweise noch gefahren werden. Wir rechnen damit in 2020, dass es Übergangsregelungen gibt. Und eigentlich war mal geplant, ab 01.01.2020 gibt es einen nationalen Strategieplan und ab 2021 geht es los mit der neuen Förderung. Und ich bin jetzt ein bisschen pessimistisch, es wird tendenziell 2 Jahre später sein. Wenn wir uns die Prozesse angucken, die heute noch notwendig sind, ist eigentlich nicht zu erwarten, dass schon 2021 es losgeht, frühestens 2022, eher 2023. Es sind delegierte Rechtsakte, die fehlen, es gibt die nationalen Gesetze. In Deutschland ist eine besondere Situation, dass die Umsetzung nicht über Verordnungsweg läuft, sondern es muss ein Gesetz durch die Parlamente, Land und Bund entsprechend durchgeführt werden, was erhebliche Koordination und Diskussion eben auf den verschiedenen Ebenen bedeutet. Es gibt die verschiedenen Bedingungen, auch Stakeholder-Einbindung, Prozesse, die noch einiges in Zeit brauchen wird, weil noch sehr viel unklar ist. Ein Fazit. Vieles noch unklar, aber Direktzahlungen bleiben zentrales Element nach der jetzigen Lesart. Weniger EU-Geld, aber es ist mehr Umschichtung möglich. Es muss ein nationaler GAP-Strategieplan erstellt werden. Das ist ein neues Verhältnis von Bund und Ländern, weil der Bund muss den Strategieplan machen, aber die Länder haben ihre Teilpläne. Das wird schon noch eine große Herausforderung sein. Letztendlich wird die Frage sein, Ecoscheme, wird es eine grüne Mogelpackung oder wirklich ernsthafte Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen? Wir kennen die Diskussion in der alten Reform, aus dem eigentlich angedachten Greening ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es gibt bisher nur die 30%-Vorgabe für die zweite Säule, dass diese für Umwelt und Klima bereitgestellt wird. Es gibt die Empfehlung auch des Wissenschaftlichen Beirats und anderen, dies auf das gesamte Agrarbudget auszudehnen. Diese Diskussionen finden auch derzeit gerade in Brüssel in der EU-Kommission statt. Gesamtfazit, weniger EU-Vorgaben, es gibt letztendlich mehr Gestaltungsspielraum für die Mitgliedstaaten, bietet eben die Möglichkeit zur Gestaltung einer effizienten, gut ausgestatteten Agrar-, Umwelt- und Klimapolitik. Letztendlich, so wie es gestaltet ist, ist auch eine gegenteilige Umsetzung möglich. Man kann mehr gekoppelte Zahlungen, man kann mehr Richtung Risikoabsicherung gehen. Man kann ja auch von der zweiten in die erste Säule umschichten und dementsprechend geht es sogar auch wieder ist auch ein Rollback möglich. Letztendlich liegt es an Bund und Land, wie dieser Spielraum genutzt wird. Sehen Sie vor allem das landwirtschaftliche Einkommen und die Agrarstruktur, sehen Sie eher den Fokus auf Umwelt, Klima und ländliche Entwicklung. Die Empfehlung unsererseits ist ganz klar, eine Strategie für die nächsten 10 Jahre zu erarbeiten, die eine klare gemeinwohlorientierte GAP darlegt, weil die Gefahr besteht, wenn das nicht geschafft wird, wird irgendwann vielleicht das Geld für die Landwirtschaft gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gilt jetzt, dort klare Gemeinwohlorientierung zu verknüpfen. Das Wichtige ist, es muss eine langfristige Orientierung der GAP eben an Gemeinwohlzielen stattfinden, die aber auch eine breite gesellschaftliche Unterstützung erfährt. Es ist ganz wichtig, dies in einem längeren Prozess zu sehen und ich bin gespannt, ob das passiert. Ich bin skeptisch. Wir sehen die Bauernverbände, die politischen Entscheidungsträger, sehe ich bisher wenig Impulse für eine umfassende Reform der GAP. Allein auch politische Entscheidungsträger von den Ländern, die sagen, das Ganze ist so schön eingespielt. Ich habe meine gesamten Verwaltungsstrukturen darauf ausgerichtet. Wenn jetzt alles ganz anders ist, dann funktioniert das nicht mehr so. Das muss alles umgesetzt werden. Die ganze Verwaltung funktioniert nicht mehr. Ich muss neue Sachen, nee, dann bleiben wir lieber beim Alten, da ändert sich nicht so viel. Wir sehen das. Was ich auch sehe, dass oft nicht über die Ziele gesprochen wird, sondern die Geldverteilung im Mittelpunkt steht. Weil wenn wir uns das mal angucken, wenn es wirklich darum geht, die Ziele, die Herausforderungen, die wir haben, adressiert, dann müsste das Geld vielleicht nicht mehr so verteilt werden, wie es jetzt verteilt wird. Aber natürlich möchte jedes Bundesland, auch wenn es zu Änderungen kommt, das Geld, was bisher in den Sektor geflossen ist, auch weiterhin haben. Auch ein Land, was weniger Probleme hat. An einem Beispiel deutlich gemacht, wir haben erhebliche Anforderungen in der Tierhaltung. Die Tierhaltung ist aber gar nicht gleich über Deutschland verteilt. Dementsprechend müssen die Länder, wo eine starke, intensive Tierhaltung ist,
zukünftig mehr Geld bekommen als andere Bundesländer. Die Bundesländer werden dem nie zustimmen, die anderen, die davon betroffen werden, weil sie würden ja einen Teil ihres Kuchens verlieren. Obwohl es, gesagt, wenn wir die gesamtgesellschaftlichen Ziele sehen, viel sinnvoller ist. Aber in diesem Problemkomplex funktioniert dann eben, dass dann doch man sagt, man hält an dem, was man hat, fest. Ja, es passiert viel, die ganze Klimadiskussion hat auch Brüssel wachgerüttelt. Ich denke, es wird grüner werden, aber ich bin wirklich skeptisch, wie viel. Und meine Hypothese ist, am Ende an sich dasselbe, ein bisschen grüner, ein bisschen gerechter. Aber wenn es jährlich ein bisschen grüner und ein bisschen gerechter wird, ist langfristig ja vielleicht doch das Ziel da. Es kann momentan keiner sagen, aber die Beharrungskräfte sind sehr groß. Aber aus der Wissenschaft ist natürlich wichtig, auch mal Alternativen aufzuzeigen. Und es gibt auch eben Verbände, die sich mit dieser Frage befassen. Und ich glaube, das wird der nächste Vortrag sein, der uns zur Gemeinwohlprämie etwas mehr erzählen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Nieberg, für diesen ja doch sehr interessanten Einblick. Gibt es erstmal Verständnisfragen zu diesem Vortrag? Wie immer wird es im Nachhinein natürlich eine offene Diskussion geben, aber genau. Das meine ich. Gut. Ja, dann dürfen wir uns jetzt im Anschluss über den Vortrag von Herrn Beckmann freuen. Er ist im Deutschen Verband für Landschaftspflege tätig. Und wird uns jetzt etwas mehr über die Gemeinwohlprämien erzählen. Ja, danke schön. Ich lasse das Bild mal stehen, Frau Nieberg. Sie haben so viele tolle Steilvorlagen geliefert, dass ich eigentlich schon Lust hätte zu diskutieren. Aber das Bild kenne ich noch von der Pressekonferenz, als Sie der Bundesministerin, glaube ich, da Ihr Gutachten übergeben haben, wo dann auch stand, wir machen trotzdem weiter mit den Direktzahlungen, so ähnlich. Also deshalb danke für die Vorlage. Das spiegelt so ein bisschen die Situation wider, dass wir in der Politik aus meiner Wahrnehmung ein gewisses Gestaltungsvakuum haben, aber dank ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse, an die mich gerne ranhänge, kommt zumindest, und das ist auch unser Job, kommen zumindest konstruktive Vorschläge, weil der Berg der Erkenntnisse ist groß, die Frage ist nur, was wir daraus machen. Aber ich bin schon mittendrin, schönen guten Abend, oder für die norddeutschen Kommilitonen Moin, sage ich einfach mal, mein Name ist Sönke Beckmann. Ich komme aus Schleswig-Holstein und arbeite beim Deutschen Verband für Landschaftspflege. Das ist ein Dachverband von ca. 180 Landschaftspflegeverbänden hier in Deutschland mit Länderbüros in fast jedem Land. Ich bin, das habe ich auch gelernt, ein Gemeinwohlpropagandist. Also nur, dass Sie mich zuordnen können. Und mir ist die Frage heute Abend gestellt worden, die Gemeinwohlprämie, die ich Ihnen heute vorstelle, wie gesagt, ein zentrales Instrument einer neuen Agrarreform. Das habe ich nicht als Suggestivfrage verstanden, sondern dann könnte ich das abkürzen und sagen, natürlich klar, was sonst. Ich will das aber gerne vorstellen, und zwar unter drei Aspekten heute. Sie haben schon mitbekommen, Kommunikation ist immer ganz wichtig. Die Grundlage ist, dass man erstmal den eigenen Blickwinkel und die eigene Einordnung so ein bisschen darstellt. Das will ich machen. Wo kommen wir her? Wo komme ich her? Wo kommt das Gedankengut her, was die Kollegen getrieben hat, dieses Modell zu entwickeln? Zweitens werde ich Ihnen kurz oder im Wesentlichen die Methode kurz vorstellen, von der Entwicklung her. Im Rahmen der Entwicklung, die Frau Nieberg gerade vorgestellt hat, dass wir nämlich ein sehr komplexes Thema mit der GAP vor uns haben, ein sehr ernstes Thema. Wo es sehr viele verschiedene Meinungen gibt und sehr unterschiedliche Motive natürlich. Und insofern will ich nachher dann eben konkret noch Vorschläge machen, beziehungsweise die Vorzüge, die Prinzipien Ihnen nochmal kurz darstellen, bevor wir dann in eine Diskussion gehen, hoffentlich. Wie gesagt, es ist ein ernstes Thema und ich muss sagen, das merkt man vielleicht ein bisschen, habe mich sehr gefreut über die Einladung. Zu einer Jahreszeit, wo nicht nur Weihnachtsmärkte sind, sondern normalerweise kenne ich das noch aus meiner Studienzeit. Um diese Jahreszeit gab es immer die Feuerzangenbowle von Heinz Rühmann oder es gab Sisi-Filme. Das heißt, das war eine sehr harmonische Zeit. Und wenn Sie sich zu dieser Zeit mit der GAP auseinandersetzen, dann sage ich meinen Respekt. Und ich hoffe, wir beide können dazu beitragen, dass das Thema trotzdem interessant bleibt. Ich bitte jetzt schon um Nachsicht, dass ich manchmal aufgrund meiner guten Laune heute Abend etwas unkonventionell wirke. Das will ich nicht tun, aber ich hoffe, Sie so ein bisschen mitzunehmen
obwohl es ein ernstes Thema ist, aber ich als NGO, sag ich mal, nehme mal die Freiheit, da mal hin und wieder ein paar Spitzen reinzubringen. Kurz zu meiner Person. Ich habe auch mal Agrar studiert früher und bin dann lange Verwaltungslandwirt gewesen. Das heißt, ich komme aus der Verwaltung eigentlich und bin jetzt mehr oder weniger, ja, wie soll man es nennen, Universaldilettant, sage ich mal in Anführungsstrichen. Bin also Abgeordnet zum DVL. Habe normalerweise in verschiedenen Ministerien zugearbeitet und habe jetzt den Auftrag, dieses Konzept, sage ich mal, mit voranzutreiben. Das war im Interesse unseres Landesministeriums unter dem vorherigen Landwirtschaftsminister. So, ich komme aus Kiel, das muss man einmal hier auf rechts, ja. So, aus Schleswig-Holstein, nur mal zur Orientierung, wer früher nach Schleswig-Holstein kam, da standen immer so Schilder, ein Land der Horizonte. Und das hat auch die Kollegen aus Schleswig-Holstein mal bewogen, mal ein bisschen in die Ferne zu gucken und mal so ein bisschen Weitblick zu haben, dass das eigentlich so, und das war eben auch in einer Zeit, als unter Sziolos damals die jetzige Agrarreform gebaut wurde, gebastelt wurde, als in der Wissenschaft Ende der 90er Jahre schon mit Punktmodellen und mit Überlegungen gearbeitet wurde, wie kann ich nicht marktfähige Güter, wie kann ich die einfach bepreisen, was haben die für einen Wert. Da gab es mal ein Buch von Friedrich Fester, Was ist der Vogelwert, das war so ein bisschen anders, aber es gab eben auch wissenschaftliche Ansätze, die letztendlich auch irgendwo in der sogenannten Kommunikation, die die Kommission für diese Förderperiode 2010 rausgebracht hat, stand in einem der drei Hauptziele, da gab eben auch gewisse ökologische Produkte, in Anführungsstrichen, die nicht am Markt honoriert werden können, für die sollen auch GAP-Gelder ausgegeben werden. Also das war schon seit Fischler. Über Sziolos ist das eben, was von Lieberg schon sagte, ein Trend, dort auch die Landwirte zu entlohnen oder zu honorieren für Gemeinwohlleistungen, für öffentliche Güter. Nur man hatte eben keine Preisliste. Und daraus ist eben auch das Greening entstanden und wie die Kräfteparallelogramme das ja dann so auch gemacht haben, ist da eben nichts mehr rausgekommen, weil das eben ein Prozess ist mit sehr vielen Einzelinteressen und Lobbyinteressen. Und aus der Zeit stammen eben die Überlegungen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Kurz nochmal der Werbeblock, auch nochmal um zu gucken, wie gesagt, Blickwinkel, wo kommen wir her? Der Deutsche Verband für Landschaftspflege hat eine gewisse DNA. Das heißt also, die Vorstände der Landschaftspflegeverbände müssen paritätisch zusammengesetzt werden. Als ich dort angefangen habe, wurde mir gesagt, wir sind ein Versteherverein. Das heißt, wir haben einerseits im Vorstand Landwirte oder auch Wasserwirtschaftsleute von der Küste, also jedenfalls Leute aus der Branche. Wir haben Naturschutzleute natürlich dabei und wir haben kommunale Vertreter. Das heißt also, das, was Sie hier schon auf dem Emblem sehen oder auch ja, was Sie da sehen, das sind also diese Drittelparität, die müssen wir leben. Das heißt, wir sitzen sicherlich vertikal auch, und da beschäftigen wir uns auch mit Agrarpolitik, auch mit Fachthemen, mit bestimmten Themen, die zum Vorteil der Kulturlandschaft, der Natur und vor allen Dingen der Partner in der Landwirtschaft sind. Und wir müssen immer so ein bisschen mitdenken, sehr pragmatisch denken, wie denkt der Landwirt drüber oder auch jetzt an der Westküste die Wasserwirtschaft oder wie denkt der Naturschutz. Wir kommen natürlich vom Umweltbereich und wie denken dann auch die Kommunalpolitiker, die ich heute mal außen vor lasse, die aber vor Ort die Bürgermeister eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Projekte geht, wenn es um nachhaltige Finanzierung geht und so weiter. Und um die regionale Verankerung natürlich. Alles ist freiwillig und von Motivation geprägt. Das sehen Sie auch bei vielen Projekten auch im Lande, was zu gegenseitigem Verständnis führt, Verantwortung, Vertrauen, Akzeptanz, also diese Face-to-Face-Beziehung, wo man eben auch vor Ort weiß, wie man die Dinge erledigen muss. Situation wurde von Frau Lieber schon dargestellt, Landwirtschaft und Umwelt, und auf dem Bereich kapriziere ich mich heute mal. Das heißt, das Bild fand ich ganz gut, das ist jetzt zufällig einer in Schlips und Kragen, aber das kann man auch mit Gummistiefeln darlegen. Wir haben grundsätzlich ein Problem mit der Umwelt in der Agrarlandschaft. Und ich kapriziere mich jetzt wirklich erstmal primär auf die Agrarlandschaft. Wurde dargestellt, brauche ich nicht zu vertiefen, wir haben ein Problem. Die Landwirtschaft hat es geschafft, die Produktivität, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren wirklich zu optimieren. Wir haben ein Niveau gleichbleibender Erträge, jetzt im Schnitt, sage ich mal, aber wir haben Probleme mit den Umweltfaktoren, die ja über die GAP auch finanziert werden sollen, also der sogenannte landwirtschaftliche Umweltschutz. Wir haben Vertragsverletzungsverfahren, die Bundesrepublik an der Hacke, im Natura 2000, im Nitrat, im Düngungsbereich, im Wasserbereich, bei der NEC-Richtlinie, in der Luft. Das heißt, wir haben in der Umwelt ein Problem. Dann ist die Situation
überall sehr unzufrieden. Die Landwirte sind unzufrieden, die Verwaltungsbeamten sind unzufrieden, die Umweltleute sind unzufrieden, alle sind unzufrieden. Das ist einfach Fakt. Mit der jetzigen GAP, mit der nächsten GAP, mit der letzten, vorletzten GAP und so weiter. Einige profitieren vielleicht davon, das mag sein. Die zweite Situation, aus meiner Sicht, wir haben einen sehr vielfältigen Ordnungsrahmen. Und ich habe nochmal recherchiert, das letzte Landwirtschaftsgesetz in Deutschland stammt von 1955. So, das heißt, wir haben Regelungen zur Landwirtschaft in diversen Gesetzen, im Pflanzenschutzgesetz, im Bodenschutzgesetz, im Bundesnaturschutzgesetz. Wir haben diverse Rechtsprechungen, das heißt, die Judikative ersetzt mittlerweile die Legislative im Bereich der Landwirtschaft. Und wir Deutschen, nicht nur wir Deutschen, ja, wir leben in einem Rechtsstaat, es fehlt irgendwo wieder ein vernünftiger landwirtschaftlicher Ordnungsrahmen aus meiner Sicht, das wäre aber eine andere Vorlesung. Irgendwie fehlt ein modernes Landwirtschaftsgesetz. Und Sie merken das auch in der Argumentation auf europäischer Ebene. Man beruft sich auch auf den Europäischen Vertrag von 1958, wo die dortigen Ziele auch noch dargelegt sind. Frau Lieberg hat sie gestreift. Fragezeichen, brauchen wir einen neuen Ordnungsrahmen, um mal wieder eine neue Orientierung über Zielbilder zu diskutieren, was die DAFA jetzt ja gemacht hat mit ihrer Unterstützung, also Deutsche Forstungsgesellschaft, wo sich mal 100 Personen endlich mal hingesetzt haben, welche Vision haben wir von Landwirtschaft 2049. So, das fehlt mir im politischen Rahmen, im politischen Raum. Ist auch für Menschen mal ganz gut, dass sie eine Ordnung haben, wo soll die Landwirtschaft hingehen. Und wir haben einen sehr, wie aufgezeigt, einen sehr zähen GAP-Prozess, 3 Schritte vor, 2 zurück, 4 vor, 5 zurück. So, weil das ein Gezerre ist auf allen Ebenen, da es um sehr viel Beharrungsvermögen, Geld geht und so weiter. Das heißt, quo vadis, wo geht es hin? Sowohl mit der Umwelt als auch mit der Landwirtschaft ist die Frage. Das heißt, das ist jetzt eine sehr negative Darstellung. Wir sehen das natürlich auch anders und ich möchte das heute Abend auch anders sehen. Gab es auch eine Frage des Blickwinkels. So, und insofern, das ist jetzt unser Anspruch so ein bisschen, klingt ein bisschen überheblich, aber man kann es auch positiv sehen. Die GAP als solche hat diverse, also der GAP-Vorschlag hat gewisse Gestaltungsansätze. Auch wenn man kritisieren kann, dass die EU jetzt durch Subsidiaritätsprinzip sehr viel losgelassen hat, vergleichbar vielleicht mit dem Laissez-faire-Stil der Erziehung. Die Staaten wissen jetzt nicht, was sie machen sollen. Der Buhmann ist weg. Die Brüssel war immer der Buhmann. Die haben immer Schuld gehabt. Jetzt sollen die Staaten selbst gestalten. Also auch für sie ganz wichtig. Die Bundesrepublik hat Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl im Kontrollsystem, aber auch bei den Maßnahmen, das, was von Lübeck alles aufgezeigt hat. Also Brüssel hat im Moment, hätte was machen können, aber im Moment liegt der Ball in Berlin und Bonn. Das muss man einfach wissen. Und ganz wichtig, und das liegt uns sehr am Herzen, Landwirtschaft ist natürlich einerseits Verursacher, aber letztendlich auch die Lösung. Das heißt, wir sprechen bei uns in Schleswig-Holstein über 70% der Landesfläche wird landwirtschaftlich bewirtschaftet. So, es wäre töricht, jetzt aus meiner Sicht, über Lösungen zu sprechen, über Ansätze zu sprechen, ohne die Landwirte. Das kann man vom Schreibtisch wunderbar machen, das kann man auch aus der Uni wunderbar machen. Mein Fluchtweg ist offensichtlich gerade, aber man muss das mit den Landwirten zusammen machen. Man muss gucken, wie denken die, wie arbeiten die. So, und insofern sind sie schon ein dominierender Anteil, überhaupt flächenmäßig. Die GAP selbst, kurz gestriffen, ist grundsätzlich auch weiterhin, ich hatte das skizziert, wie das jetzt ist, von Schirlaus eingebracht, auf die Belohnung von Umweltdienstleistungen ausgerichtet. Sie ist gemeinwohlorientierter aus meiner Sicht als je zuvor, sowohl bei den allgemeinen, auch bei den speziellen, bei diesen neuen speziellen Zielen der GAP. Und auch der nationale Strategieplan, der jetzt für die erste und zweite Säule gemacht werden muss, wo also Ziele, Definitionen, Maßnahmen reingeschrieben werden muss, eine gewisse Interventionslogik dargelegt werden muss, wie Deutschland hier die Landwirtschaft retten will, sage ich mal, und die ländliche Räume. So, dort muss eine Umweltarchitektur, da sind schon erhöhte Anforderungen an den Umweltaspekt. Das schafft Hoffnung, wenn es dann auch gemacht wird. Und unser Job als NGO ist es, diesen Prozess konstruktiv, kritisch zu begleiten. Wenn Sie vielleicht in den Medien gehört haben, es gibt eine Verbändeplattform, also ein Zusammenschluss von über 30 Naturschutz-, Tierschutz-, Umweltorganisationen, die wir das sehr kritisch begleiten und uns auch immer wieder freuen, wenn aus dem Thünen-Institut neue Erkenntnisse kommen, unter anderem. Wir reden hier auch, und das will ich auch so ein bisschen propagieren, wir reden hier auch über ein erweitertes Berufsbild der Landwirtschaft. Das heißt, selbst wenn der Landesbauernverband Baden-Württemberg durch Herrn Ruckwied vertreten in Doppelfunktion jetzt davon spricht, Stichwort Volksbegehren Baden-Württemberg, wir reden über einen Markt von Umweltleistungen, das sind seine Worte, deckt sich zufällig mit unserer längeren Erkenntnis. Das heißt, wir reden über einen neuen Markt, in Anführungsstrichen, und wir reden über neue Einkommensquellen, nämlich gesellschaftliche Leistungen, die nicht nur im Grundgesetz stehen, Artikel 20, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, wozu sich der Staat verpflichtet,
sondern da tut sich ein Markt auf, sage ich mal, der jetzt durch Volksbegehren und so weiter zum Ausdruck kommt, wo man sich überlegen muss, als Landwirt, wäre das was für mich oder produziere ich weiterhin auf die engen Märkte, wo ich Selbstversorgungsgrade über dreistellige Selbstversorgungsgrade spreche. Ich provoziere jetzt mal so ein bisschen. Aber das sind einfach Überlegungen, wo man seine Blicke mal ein bisschen nach rechts und links gucken lassen muss, spätestens nach dem Genuss des wissenschaftlichen Beiratsgutachtens. Und jetzt mal nur ein kleines Zitat aus der parlamentarischen Diskussion im EU-Parlament. Das war der sogenannte Dorfmann-Bericht, einem Parlamentarier aus Italien, wo dann plötzlich aufploppte ein Änderungsvorschlag zur Definition ländlicher Aktivitäten oder ländlicher Tätigkeiten. Dort eben schon vorgeschlagen wurde von einem Konservativen immerhin, Oberitaliener, dass die Produktion von Public Goods und von Ökosystemdienstleistungen plötzlich zur landwirtschaftlichen Tätigkeit gezählt wird. Das ist genau der Ansatz, wo wir ansetzen und sagen, mit der Produktion von Biodiversität Geld verdienen, das ist so das Motto. Die Kernfrage natürlich ist, wie wird diese Produktion bewertet und vergütet? Wie gesagt, die politischen Zielsetzungen sind da. Kernfrage ist, wie bewerte ich die und wie vergüte ich die? Und da haben wir uns eben Gedanken gemacht. Das heißt, zwei Kollegen, Dr. Neumann und Herr Dierking vor allen Dingen, 2011, 2012. Der DVL ist auch ziemlich fit in Naturschutzberatung, also landwirtschaftliche Naturschutzberatung. Und in dem Rahmen haben wir einfach mal überlegt, ein Benchmarking für ökologische Nebeneffekte der Betriebe. So fing das mal alles an. Und zwar in einem Schnellverfahren sogenannte Biodiff-Werte für Betriebe zu ermitteln. Damals noch mit dem Ansatz, über den Tresen damit mehr Geld zu verdienen. Das hat nicht funktioniert. Vergleichbar dem, was jetzt in Mecklenburg-Vorpommern läuft, zwischen Edeka und WWF. Das heißt, dort müssen die Landwirte auch eine bestimmte Punktzahl erreichen. Dann können sie über Edeka einen gewissen Mehrwert generieren, der aber sehr überschaubar ist, sage ich mal. Das ist die Kritik an dem System, dass das Geld nicht nur in der Landwirtschaft landet. Aber es ist ein ähnlicher Ansatz. Dann hat man sich umgeguckt, haben die beiden sich umgeguckt. In Baden-Württemberg gab es so etwas Ähnliches, ein Punktemodell. In Österreich vor allen Dingen das Ölpool-Programm. Und in der Schweiz gibt es heute noch über EP Suisse ein Punktemodell, wo die Landwirte mehr Franken bekommen, wenn sie nach einem bestimmten Punktemodell gewisse Ergebnisse erzielen. Also es war nicht neu, was die beiden sich aber überlegt haben. Es muss alles einfacher werden. So. Ich muss irgendwo dem Landwirt eine Handhabe geben, dass er das selbst machen kann. Ich brauche keine 40 Wissenschaftler, ich bitte nochmal um Nachsicht, aber ich muss nichts Neues machen, sondern einfach an dem ansetzen, was man schon weiß, was Evaluierungen ergeben haben, welche Maßnahmen gut sind, welche nicht gut sind. Das war so der Ansatz, was für die Praxis zu machen. Und das hat sich eben weiterentwickelt. Letztendlich hat 2017 die Kommission selbst bei einer Untersuchung der ökologischen Vorrangflächen, also des Greenings, sich auch so einen sogenannten Kalkulator, also wie heißt das, Biodiff Calculator, entwickeln lassen, sodass wir beruhigt waren, mit diesem Ansatz zumindest irgendwo auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, es ist ein vereinfachtes Punktbewertungssystem entwickelt worden 2016-17, und zwar aus der Praxis heraus. Da haben wir ein bisschen Geld bekommen vom Landesministerium und es sind auf 120 Betrieben. Schleswig-Holstein ist grob dreigeteilt von den Naturräumen, Marsch, also alles sehr flach. Sie haben das Bild eben gesehen. Dann in der Mitte haben wir so die alte Geest mit sehr viel Knicks und sehr kleinstrukturierten Landschaften und in Ostholstein eben die alten Güter mit 600, 700, 800 Hektar, was für hiesige Verhältnisse Peanuts sind. Ich weiß, aber das ist für uns schon sehr, sehr groß. Und dort eben verschiedene Betriebstypen haben. Und dort haben sie eben mit diesen Betrieben für den Bereich Biodiversität, und zwar allgemeine Biodiversität, jetzt nicht den speziellen Artenschutz, sondern für Maßnahmen, die der Landwirt auch selbst umsetzen kann. Das war auch wichtig, also es muss sehr praktikabel sein, es dürfen keine investiven Maßnahmen sein, wie jetzt Wasseranstaue oder Moorvernässung, sondern wirklich Dinge, die der Landwirt selbst handeln kann im Rahmen seines usual, der normalen Betriebsabläufe. Zusätzlich wollte unser damaliger Minister noch was für Wasser- und Klimaschutz haben. Da hat der Kollege Professor Taube in Kiel noch was in Gutachten erstellt, und zwar nach der gleichen Logik für Wasser- und Klimaschutz aufgrund der Hoftorbilanzen, also der Nährstoffbilanzen. Das ist auch noch validiert worden an ca. 50 Betrieben, aber ich sage mal jetzt für den Bereich allgemeine Biodiversität, und darauf konzentriere ich mich heute, ist das Konzept in Schleswig-Holstein validiert, auch nochmal wissenschaftlich begleitet worden, und das passt. So. Seit 2017 ist auch die Bundesrepublik auf uns aufmerksam geworden. Das heißt, wir haben jetzt im Moment noch ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben laufen mit Geldern des Bundesumweltministeriums, das
Bundeslandwirtschaftsministerium kam zu spät, sage ich mal. Und das läuft jetzt im Moment noch bis zum Jahresende. Da werde ich gleich noch kurz draus berichten. Das heißt, dort sind nochmal, Sie sehen das hier, nochmal Betriebe in Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg hinzugezogen worden. Warum, erzähle ich gleich. Weil wir unsere Parameter Schleswig-Holstein eben nicht unisono für ganz Deutschland anwenden können. Der Grundgedanke, und das ist wichtig, erstmal unser Ziel ist eine gemeinwohlorientierte GAP, ob in 10, in 15, also vom Grundsatz her. Kann das so nicht weitergehen? Und zwar erstens grundsätzlich eine wirksame Verbesserung der Umwelt- und Klimasituation. Das ist unser fachliches Ziel und da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Speziell eben der allgemeinen Biodiversität. Und zweitens Fokus auf den landwirtschaftlichen Betrieb und die Landwirtinnen durch Stärkung der eigenen Entscheidungskompetenz, der Eigenverantwortung und der unternehmerischen Freiheiten. Das heißt, unser Ansatz ist eben, gibt den Landwirten, ich bitte um Nachsicht über die weibliche Form auch, aber die Landwirtinnen, gebt ihnen wieder mehr Kompetenz, gebt ihnen mehr Handlungsspielraum, zeigt ihnen aber auch Grenzen auf. Das ist sehr wichtig, nicht nur, wie gesagt, Erziehungsstile hatte ich schon erwähnt, sondern gebt ihnen auch unternehmerische Freiheiten, Klammer auf, auch wenn kaum ein Landwirt Rechnung schreibt, das nur am Rande, aber lasst die wieder frei handeln, gebt ihnen Ziele vor, aber wie sie es machen, das lasst die entscheiden, sage ich einfach mal. Das war so der Grundgedanke, den wir verfolgen, was auch letztendlich zu einer Motivation führt. So, und das natürlich klar, praxisorientiert, fachlich basiert und wissenschaftlich fundiert. Das sind so die Ansprüche, die wir haben. Methode. Das sind jetzt nur 5 Punkte. Frau Nieberg hatte vorhin 7 Schwächen aufgezeigt. Das sind jetzt die Pluspunkte, wie wir es eigentlich besser machen wollen. Deshalb gehe ich ganz schnell nur durch. Erster Grundsatz, öffentliches Geld effizienter ausgeben in messbare Leistungen. Die Gutachten wurden erwähnt. Keiner konnte bisher trotz größter Anstrengungen die Einkommenswirkung der Direktzahlung nachvollziehen. Dann Entscheidungsfreiheit den Landwirten zu geben. So, nicht friss und stirb, sondern einfach gib dem Spielzeug, gib dem Legosteine und er kann sich das selbst so zusammenbasteln. Immer mit der Maßgabe, es muss auch was bei rauskommen. Also keine Placebos, keine Nullwirkung, sondern da müssen Ergebnisse bei rauskommen, die letztendlich dann ja auch Geld bringen. Bürokratische Vereinfachung wollen wir alle. Das heißt, erst kein neues System entwickeln, sondern irgendwo gucken, wie ist der Prozess in der GAP, sowohl in der Verwaltung als auch draußen. Und wie schafft man ein Modul, was in diesen Mainstream passt. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, aber macht Spaß. So, das ist wichtig, nicht, dass wir was Neues entwickeln, das ist illusorisch. Dann Ökonomie, gibt immer Anreize, ist klar. Intrinsische, das wäre natürlich am besten, intrinsische Motivation. Dann der Anspruch eben bundes-, europaweit habe ich klein geschrieben, aber bundesweit anwendbar sein. Das heißt, da komme ich noch drauf, dass es eben nicht nur für ein Bundesland gilt, sondern diese Methode bundesweit anwendbar ist. Und, das ist ein bisschen ehrgeizig, aber da haben wir beim Wissenschaftlichen Beirat schon mal unseren Echttest bestanden, sage ich mal. Die haben sich auch mit unserer Methode am Ende sehr erfreulich, konstruktiv mit auseinandergesetzt. Eine alternative Berechnungsgrundlage für ein zukünftiges EU-Zahlungssystem. Wir haben eben gehört, Hektar bringt nichts. Also pauschale Zahlung pro Hektar haben nichts mit Einkommen zu tun. Da ist kein Zusammenhang. Und Sozialpolitik soll GAP eigentlich auch nicht sein. Wir haben ja extra nochmal über 4 Milliarden landwirtschaftliche Sozialpolitikgelder im Bundeshaushalt. Die kommen eigentlich noch oben drauf. Also da ist eine Menge Geld, um diesen Berufsstand, sage ich mal, am Leben zu erhalten. So, in Bildern nochmal, worüber rede ich eigentlich jetzt? Das sind ja 2 Bilder aus Ostholstein in Schleswig-Holstein, nur mal um das klar zu machen, wo wir hinwollen oder worüber wir reden. Das heißt, ich habe auf der linken Seite einmal ein Rapsfeld, das ist Raps, am Ende sehe ich einen Knick, einen klassischen Knick, wieder der blaue Himmel. Schleswig-Holstein ist bekannt, da scheint immer die Sonne bei uns. Und rechts sehe ich einen anderen Landschaftstyp, der vielfältig gestaltet ist, da laufen sogar noch Tiere im Hintergrund. Da habe ich Wasser da unten, da habe ich hier oben noch ein bisschen Marktfrüchte, sage ich mal einfach. Da oben, das ist Grünland. So, das heißt, mal jetzt segregativ argumentiert, wo bekommt wer sein Geld her? Linke Seite, klare Marktfrucht, da gibt es Marktpreise für. Das Geld kommt vom Markt. Im Moment Rapspreis, weiß ich gar nicht, 17 Euro, 18 Euro, egal, gibt es einen festen Preis. Auf der rechten Seite der Betriebsinhaber bekommt ein bisschen da hinten von dem Blau, das sieht nach Weizen aus, gut gedüngt, hohe Endversorgung. Der Linke bekommt, und das sind jetzt Public Bonus, das sind also öffentliche Gelder, ein bisschen was für seinen Knick. Und ansonsten hat er hier vorne mit Bodenerosion, Bodenverdichtung und sonstigen Dingen zu kämpfen. Und die rechte Seite, das wird Sie nicht überraschen, da reden wir jetzt eben genau über diese Landschaftsstrukturen, über diese Landschaftselemente, über diese Nutzungsformen, über diese Parameter. Das stellen wir uns vor, dass sowas entgolten wird, honoriert wird. Jetzt ist eine englische Folie über Public Bonus, also über öffentliche
ja, öffentliches Geld, eine öffentliche Honorierung. So, drei Schritte von der Leistung zum Euro. Das heißt, in drei Schritten kommen wir zum Geld. Erster Punkt, Auswahl von Standardmaßnahmen. Das ist die Deutschlandkarte. Wir haben, wie gesagt, in Schleswig-Holstein begonnen, haben über das Bundesprojekt Strukturen oder noch Bereiche uns ausgesucht, wo erstens Landschaftspflegeverbände sind, weil wir das natürlich mit denen zusammen gemacht haben, in Baden-Württemberg und in Brandenburg und in Sachsen. Das heißt, der Versuch, möglichst weit repräsentative Naturräume und auch Betriebstypen abzufischen, zu bekommen, im Rahmen des Budgets, was wir hatten natürlich, das natürlich immer wie immer übersichtlich ist, aber letztendlich besser als gar nichts. Wir haben insgesamt 262 Betriebe involviert, nur mal so für die Statistik, im sogenannten In-Sich-Verfahren natürlich. So, die, also DVL insgesamt, der Dachverband mit den jeweiligen Landschaftspflegeverbänden. Und das Ziel war zu gucken, ob die, und wir hatten 23 Parameter in Schleswig-Holstein rausgefischt, Nutzungstypen für den Ackerbau, fürs Grünland was, Landschaftselemente und wie gesagt die Hofturbilanzen, ob die übertragbar sind für ganz Deutschland. Und es wird Sie nicht überraschen, dass es in Baden-Württemberg keine Knicks gibt, sondern vielleicht einen höheren Anteil von Dauerkulturen. Oder in Brandenburg oder Sachsen Betriebe von 5000 Hektar, die wir bei uns nicht haben. Also insofern nochmal ein Test. Das ist erfolgt und zweitens hat fertiges Verkaufen oder Anbieten. Wir sind im Prozess, aber die Grundstrukturen, die stehen. Und das ist ein spannender Prozess, wo wir hoffen, dass wir am Ende da reinpassen, um das mal so höflich zu sagen. So, das heißt Schritt 1, wir können anbieten ein bundesweites Auswahlmenü, schon mit fokussiert auf die Eco-Schemes, komme ich gleich zu, was immer noch so ein bisschen im Umbruch ist, weil wir zum Beispiel Maßnahmen rausgenommen haben mit Mahrtermin, hat das Thüringen-Institut uns empfohlen, weil die schwer zu kontrollieren sind bundesweit, weil auch phänologisch bedingt ich zwischen Bayern und Schleswig-Holstein Unterschiede habe. Wir haben hier, und das brauchen wir gar nicht im Einzelnen jetzt, das schaffen wir nicht durchzugehen, aber ich habe hier im Grünlandbereich, hat sich rauskristallisiert, eben grundsätzlich Altgras-Saumstreifen, Dauergrünland per se, Streuobst mit Grünlandnutzung, das kommt eben aus Süddeutschland. Verzicht, Pflanzenschutz und Dünger, ein wesentlicher Schlüssel, das wird Sie nicht überraschen, weil die eben sehr nachhaltige Auswirkungen haben auf nicht nur Veränderung des pH-Wertes, aber letztendlich auch auf die Situation vor Ort. Und ich habe noch Kleinteiligkeit, Flächenanteile kleiner 10 Hektar. Ich habe im Ackerbereich auch wieder die Kleinteiligkeit. Ich habe Sommergetreide, kommt aus dem Ökolandbau zum Beispiel, kann aber auch nur eine Aushagerungsfrucht sein. Ich habe Getreidestoppeläcker, Brache mit Selbstbegrünung, Blühflächenstreifen und so weiter. Und ich habe bei den Dauerkulturen Ähnliches. So, erste Erkenntnis, es ist nichts Neues dabei. Es sind alles viele Dinge, die jetzt schon in der zweiten Säule angeboten werden, aber eben nur Einzelauflagen sind, die sich bewährt haben. Immer wieder, das sind Dinge, die sich bewährt haben, die in Evaluierung, Monitoring und so weiter zu positiven Effekten geführt haben. Immer wieder der Grundsatz, es gibt nur Geld für das, was auch, wo auch was bei rauskommt. Schritt 2, die Bewertung. Da haben wir jetzt während des Bundesprojektes unser System komplett umgestellt. Wir hatten zuerst einen Bezug der Effekte, also eine 12-gliedrige Punkteskala, sehr wissenschaftlich, sehr fein ziseliert ausgedacht, immer in Bezug auf die gesamte Betriebsfläche. Da haben wir uns eines Besseren belehren müssen, dass wir bei, also immer mal der Gesamtbetriebsfläche, die Punkte, sage ich mal, dass wir bei Betrieben größer 1000 Hektar eine Überkompensation des Geldes hatten. Große Betriebe hätten mehr Geld bekommen für dieselbe Leistung wie kleine Betriebe. Das ist ein No-Go, das geht nicht. Und das haben wir jetzt mit der Uni Kiel nochmal ändern müssen, sodass wir jetzt zu einer linearen Bewertung kommen mit klaren Punkten pro Maßnahme. So, und ich habe schon hintergeschrieben, pro Eco-Scheme-Maßnahme, mehr oder weniger. Die Landschaftselemente sind wir uns noch nicht ganz einig, weil die nicht flächenhaft sind, mit wenigen Ausnahmen. Dann sind wir noch am Diskutieren, wie wir die Bepunktung da machen. Das ist noch alles im Fluss. Genauso die Hofturbilanzen, da sind wir noch am Schachern, am Überlegen, wie wir die bepunkten. Ja, da hatten wir eine feste Bepunktung für in dem alten System. Aber so sieht letztendlich ein Punktekatalog aus zum Stand 11/2019. Der sah 2000 hier im Oktober noch anders aus. Also da sitzen die Experten noch dran. Die Studie ist Ende des Jahres fertig, sodass wir quasi für ein Hektar Weide 2 Punkte bekommen würden, nur mal von der Logik jetzt. Da steckt sehr viel Knopfhoff hinter, sehr viel Knowledge hinter, wo ich zu wenig Ahnung von habe. Das sage ich Ihnen gleich.
Aber die Verhältnisse passen, sie sind auch abgeglichen mit Fachliteratur, mit Wissen, und wir haben auch eine wissenschaftliche Begleitung im Moment. Das lasse ich mal so stehen. So, das heißt jetzt bildlich gesprochen, wenn Bauer Piepenbrink sich überlegt, was mache ich, was habe ich jetzt, das ist einfach mal so ein Ausschnitt schematisch dargestellt, dann kann man stark vereinfacht und einige nennen das immer so mit dem Körbchen durch die Landschaft gehen, wo könnte ich Punkte bekommen. Zum Beispiel für Landschaftselemente, die sind jetzt eben noch offen. Brache mit Selbstbegrünung bekäme ich 12 Punkte pro Hektar. Blühstreifen 10 Punkte pro Hektar, also dieser hier. Rein schematisch jetzt, nur um sich das mal bildlich vorzustellen. Ich habe Dauergrünland pro Hektar 1 Punkt. Ich habe Sommergetreide 1 Punkt. Ich verzichte auf Grünland, auf Pflanzenschutz, Dünger und so weiter. So kann ich die Liste für meinen Betrieb durchgehen, sammle mir das zusammen, was passt. Und was nicht passt, passt eben nicht. Oder ich stelle eben den gesamten Betrieb um auf Gemeinwohlleistung. Das ist, wie gesagt, der Grundgedanke, ein Angebot machen, ein Menü zu machen, wie die Kommission nach unserem Verständnis das auch vorgeschlagen hat. Im deutschen Bundeslandwirtschaftsministerium wird das so interpretiert, im unteren einstelligen Bereich soll das werden. So, da sind wir im Moment noch nicht einer Meinung, aus welchen Gründen auch immer, die kenne ich jetzt nicht und will auch gar nichts reininterpretieren, aber da gibt es einen Spannungsbogen zwischen dem Angebot, dass der Landwirt selbstständig entscheiden kann, wie reich er werden will über dieses System, und dem, was von Lieberg schon angedeutet hat, der Diskussion zwischen Bund und Ländern im niederen einstelligen Bereich, Zitat Ende, und es müssen verteilungsneutrale Maßnahmen sein. Ich verlasse jetzt den Pfad der Wissenschaft, von Lieberg hat das angesprochen. Es geht im Moment in den Ländern und beim Bund, bei den Ländern vor allem nur darum, die GATT-Architektur umzusetzen, dass man keinen Cent weniger bekommt, so, was für mich mit Fachlichkeit und wissenschaftlich überhaupt nicht vereinbar ist. Das mal zur Situation, wie deutsche Denke ist. Kritisch von mir jetzt angemerkt, aber damit muss man sich auseinandersetzen. Ich erlaube mir die Bemerkung, weil unsere Methode auch in anderen Mitgliedstaaten nachgefragt wird, auf Interesse stößt, in Luxemburg, Holland, Belgien, geht man ganz anders ran, und insofern bin ich da vielleicht noch etwas zu euphorisch, weil ich letzte Woche in Belgien war. Nur das Grundprinzip. Die Bewertungsmethode. Da habe ich jetzt keine Preise hintergelegt, das lassen wir gerade errechnen. Wir lassen uns gerade eine Einschätzung geben von der Uni Kiel. Professor Latasch-Lohmann, auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates, der möge uns im Moment einen Punktwert empfehlen, wo wir gucken, wie sind die Betriebe ausgerichtet, wie hoch müsste ein Punktwert sein, damit das von Interesse ist. Das heißt, wir werden starten im nächsten Frühjahr mit einem festen Punktwert, mit diesen Punkten oder noch veränderten, um zu sagen, so, wir empfehlen einen festen Punktwert in der Höhe, damit das kalkulierbar ist. Das heißt, grundsätzlich nochmal zusammengefasst, die Bewertungsmethode basiert auf Punkten, nichts Neues, auf einem Punktesystem, das die Wirkungen der Maßnahmen abbilden soll. Ich wiederhole immer wieder die Wirkungen, sich nicht an den Kosten orientiert. Das ist ja das, was von Lieberg schon ansprach, im Moment wird immer kalkuliert, entgangenes Einkommen und alternative Kosten. Pauschal, nicht betriebsbezogen. Von diesem Ansatz wollen wir uns lösen, weil im Grunde nur Leistung bezahlt werden soll. Und eine Möglichkeit besteht, eben dort auch etwas einkommenswirksam zu kalkulieren. Das heißt, die Summe der Einzeleffekte dieser Gemeinwohlleistung wird an einer Gesamtpunktzahl pro Betrieb eben abgebildet. Die erforderlichen Daten, und das habe ich vorhin übersprungen, die Daten bekommen wir alle aus dem Grundantrag. Es muss nichts Zusätzliches erhoben werden. Das heißt, diese Verknüpfung, Erfassung der Daten, welche Daten habe ich, wo habe ich die her? Das ist alles aus dem jetzigen Mainstream, also aus dem jetzigen Prozess, was die Landwirte ohnehin schon machen. Das bundesweite Menü habe ich vorgestellt, was wir wollen. Das heißt, Schlussfolgerung, so ein Punktekatalog, ob es jetzt unser Katalog ist oder grundsätzlich ein Punktekatalog von der AWL oder so, das ist jetzt im Moment Piepenhagen. So ein Punktemodell ist ein Qualitätscheck, sage ich einfach mal. Das heißt, wenn jetzt wieder Maßnahmen des heutigen Greenix, wenn wir die durch so ein Punktebewertungssystem jagen würden, dann würden die Placebos alle rausfallen, weil die null Punkte bekommen. Nur von der Logik her. Das heißt, es geht bei unserem System um zwei Stufen. Das erste Mal grundsätzlich mit einem Punktekatalog eine Qualität zu gewährleisten, dass also nur Maßnahmen auch angeboten werden, die Effekte haben. Damit würde ich ein Greenwashing verhindern, wo alle wieder Angst haben vor. Und zweitens dadurch eben auch die Auswahl qualifizierter Maßnahmen gewährleisten, die sich über Jahre in Deutschland über die zweite Säule, die Evaluierung, bewährt haben. Und dadurch habe ich eben für Biodiversität in diesem Falle einen messbaren Wert, auf den man sich nur zu einigen braucht für die Grundlage der Förderung.
Und wer aus diesen Vorwürfen raus, dass die jetzige pauschale Hektarfinanzierung nicht die richtige Wahl ist. Das hat die schon so. Nochmal ganz wichtig für Sie auch, oder das sind die Erfahrungen halt auch aus den Untersuchungen. Nicht, weil die alle DVL hier stehen hatten oder Landschaftspflegeverband, aber die Erfahrung, das deckt sich auch mit vielen anderen Projekten, die im Moment unterwegs sind in Deutschland. Die Motivation der Landwirte so auf den Punkt gebracht. Erstens, sie bekommen, und das soll das iPad darstellen, sie bekommen eine Methode an die Hand, wo sie eine Vergleichbarkeit haben, selbst gucken können, auf dem Hektar baue ich da Weizen an oder Biodiversität, baue ich da Piepmetze an oder baue ich da Milch an. Also ganz plakativ gesprochen, betriebsindividuell gestaltbar, nicht pauschal über das ganze Land. Das Betriebsdenken steht im Mittelpunkt, natürlich auch das Denken der Ornithologie und der Pflanzen ist klar. Viele haben uns gesagt, wir wollen weg vom Subventionsempfänger, wir wollen hin zum Produzenten öffentlicher Güter. Das heißt also, ich rede über einen Imagegewinn. Und was viele motiviert ist, je mehr Effekte ich produziere, je mehr Punkte bekomme ich, je mehr Geld bekomme ich. Das ist nachvollziehbar, auch aus meiner Sicht. Die Stärken der Methode, weil Schwächen habe ich noch nicht erkannt, das war Spaß. Aber das, was wir einfach sehen, die Methode, ich habe es erläutert, verbessert die Wirkung von grünen Maßnahmen. Das heißt, nur noch die werden angenommen und angeboten, die auch Wirkung haben. Ich kann mit dieser Methode sehr spezielle örtliche ökologische Gegebenheiten und Notwendigkeiten abdecken. Wenn ich ein breites Band habe an Maßnahmen im Menü, wenn ich nur zwei anbiete, dann besteht die Herausforderung, dass jeder Betrieb irgendwo da reinpasst. Denn es ist in der ersten Säule, und ich spreche jetzt über die erste Säule, hat ja jeder Betrieb Anspruch auf diese Maßnahmen. Anders als in der zweiten Säule, wo nicht jeder Betrieb an den Programmen teilnehmen kann, standortbedingt. Das heißt, ich habe eine einheitliche fachgerechte Bewertung und Bepreisung von öffentlichen Gütern als Berechnungsgrundlage von Betriebszahlungen. Der Landwirt behält die Schlüsselposition und Entscheidungshoheit immer wieder. Es ist eine Motivation und ich habe mit diesem Ansatz eine Kohärenz zum, ja jetzt wieder deutsch, New Delivery Modell der GAP, also diesem neuen Leistungsmodell, diesem Umsetzungsmodell. Und wir sehen uns primär in den jetzigen Eco-Schemes, Öko-Regelungen wieder. Für die Fachleute unter Ihnen oder Juristen, Artikel 28, Ziffer 6a, wo man quasi so eine Art Top-Up gestalten kann, von Lieberg sprach es an. Öko-Regelungen sind wir schon durchgegangen, haben von Lieberg schon gemacht. Fazit der Methode, sie wird es nicht überraschen, dass ich zu so einem Fazit komme. Dieses Konzept verbindet ökologische Ansprüche der Lebensräume und Arten. Das heißt, da haben sich Kollegen hingesetzt, die wissen, wie eine Feldlerche tickt, die wissen, welche Räumansprüche die Vegetation und auch die Ökologie hat. Andererseits, wie aber auch die Landwirtschaft, die Landwirtinnen denken. So, das zusammenzubringen, sage ich einfach mal, das ist vielleicht was Neues, das ist aber der Anspruch, den wir haben. Also beide Seiten zu betrachten, denken Sie an unsere Drittelparität. Den Landwirten was zur Verfügung zu stellen, nicht nur der Verwaltung, sondern den Landwirten was zur Verfügung zu stellen, damit die eine Entscheidungsmodul haben. Ist mir die Frage, habe ich neulich gehört, der Hund wedelt mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund. Also in Deutschland ist es manchmal so, dass jetzt die Verwaltung das Sagen hat und ich das so erlebe, dass so ein Instrument verwaltungskonform zurecht gestutzt wird, wie so ein Bonsai. Stichwort verteilungsneutrale Maßnahmen. Also da fehlt mir persönlich, ich erlaube mir das mal zu sagen, Sie dürfen das vielleicht nicht, aber da geht mir die Fachlichkeit verloren im Moment bei den Diskussionen auf Bund-Länder-Ebene. Ist meine Wahrnehmung. Imagewandel hatte ich genannt, sehr wichtig. Und unserer Auffassung nach, das ist eine Herausforderung für alle Seiten, eine Verwaltungsvereinfachung. Da beziehe ich mit ein, die digitale Unterstützung aus der Luft, die nicht zu unterschätzen ist, wo zum Beispiel die holländischen Kollegen sagen, von der Zahlstelle, also von den Prüfbehörden, wir gehen grundsätzlich davon aus, wir wollen nur noch monitoren. Wir gucken auf den Bildschirm, sehen die verschiedenen Satelliten, da gibt es diverse Projekte von der ESA, Sentinel und so weiter, Stichworte, und gucken uns das an, passen die Maßnahmen so ein bisschen an das, was wir vom Schreibtisch aus überprüfen können. Und wenn uns da was nicht ganz sauber vorkommt, dann fahren wir erst raus. Aber wir fahren nicht erst raus und unterstellen, dass was falsch gemacht wurde und versuchen das dann irgendwo so ein bisschen durch die Instanzen zu drücken. Also es ist eine Frage, wie man da rangeht.
So, die technischen Möglichkeiten sind da. Die Frage ist, wie man sie nutzt, zu beider Seiten wohlwollen. Und unserer Auffassung nach passt dieser Ansatz in die Ökoregelung, im Wesentlichen, weil wir dort die Prämien etwas freier gestalten können, sage ich mal. Also nicht diese Deckelung haben von der Kalkulationsgrundlage der zweiten Säule. Das ist unsere Hoffnung, dass wir dort, Fuß fassen. Herzlichen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Beckmann. Ich würde mich nun freuen, in die öffentliche Diskussion einzuleiten und darum bitten, wieder kurze Fragen oder kurze Statements abzugeben. Ich kann ja mal ein Warm-up machen. Das heißt, ich habe eine Frage. Von Lieber. Sie sagten ja gerade, der Punktwert, wie viel Euro dahinter steckt, wird gerade berechnet. Jetzt stell ich mir die Frage, bei der Berechnung eines Punktwertes, je nachdem wie ich ansetze, kriege ich letztendlich die Landwirte nur dazu, das anzugeben, was sie ohnehin schon haben. Ich habe eine Hecke, dann gebe ich die an, kriege einen Punktwert, bekomme was. Aber wenn der Punktwert so niedrig ist, dass eine Neuanlage damit nicht finanziert werden kann, hat sie keine Lenkungswirkung dahingehend, dass es mehr wird. Geht es vor allem darum, das zu honorieren, was da ist, oder soll es so gestaltet werden, dass auch etwas mehr entsteht? Ja, also grundsätzlich, dass mehr entsteht. Wir haben, hallo? Geht das? Okay. Wir haben, wie gesagt, im Moment, wir haben einen Richtungswechsel vornehmen müssen innerhalb des Projektes, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, Sie hatten das angesprochen, was steht in der Konditionalität. Und Knicks sind Landschaftselemente, die in Glötz 9 vorkommen, wo noch völlig offen ist, was der Landwirt ohnehin bereitstellen muss. So, im Moment, helfen Sie mir, weiß ich nicht, aber die Diskussionen laufen zwischen 5, 4, 7, 10 Prozent. Da gibt's, ja, also da ist eine gewisse Differenz, wo wir erstmal, und das ist so ein bisschen Defense von mir, wo wir gucken müssen, was wird aus anderem Rechtsgrunde anerkannt. Wir haben bisher den Ansatz gehabt, dass die mit, wie beim jetzigen Greening, sticht Schleswig-Holstein ja dadurch hervor, dass wir viele Knicks drin haben im Greening. Das heißt, da wird das belohnt, was schon da ist. Wir hatten das bisher auch so vor, dass wir den bestehenden Landschaftselementen entsprechende Punkte geben, wo wir jetzt erstmal warten müssen, was sie ohnehin bringen müssen. Das heißt, der Knick, der in der Konditionalität, also eine Urmarke Konditionalität hat, darf nicht noch zusätzlich bepunktet werden. Das ist völlig klar. So, da warten wir erstmal ab. Zweiter Punkt, ganz offen, ich hatte ja gesagt, bei Landschaftselementen ist noch ein Fragezeichen. Das passt im Moment nicht mehr in unser neues Bepunktungssystem rein. Wir hatten das vorher Anzahl an verschiedenen Landschaftselementen als Plus und auch, auch Hektare, es gibt ja auch Flächenhefte. So, die wurden entsprechend mit in das System eingepackt. Das war eigentlich, das passte alles, bis eben die Erkenntnis kam, dass wir jetzt linear bepunkten müssen, also Punkt zu, dass wir das System umstellen müssen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, wenn wir bei dieser grünen Architektur anfangen, irgendwas zu gestalten, muss man sicherlich irgendwo mal einen Flock einschlagen, muss aber gleichzeitig gucken, was ändert sich dadurch bei den Agrarumweltmaßnahmen in der zweiten Säule, weil das nicht doppelt gefördert werden darf. Wo ist die Baseline und was steht in der Konditionalität drin? So, und da scheiden sich im Moment ja die Geister. Also da halte ich mich raus. Unser Ansatz ist, egal wo die Baseline ist, was erbracht werden muss, alles weitere Freiwillige, wenn jetzt der Bufferstrip, wie weiß ich, dieser Wasser, also dieser Schutzstreifen am Gewässer, wenn der x Meter ist, meinetwegen 5 Meter oder 10 Meter, und er macht freiwillig 10 Meter zu, dann bekommt er die zweiten 10 Meter natürlich bepunktet, weil das in dem Freiwilligkeitsbereich ist. Und so haben wir einfach mal den Mut gehabt, auch Dinge aus der zweiten Säule, Auflagen aus der zweiten Säule jetzt in die Eco-Schemes zu packen. Hat verschiedene Motive. Es gibt arme Bundesländer und es gibt reiche Bundesländer. Und Schleswig-Holstein ist zwar eins der glücklichsten, aber nicht der reichsten Bundesländer. So, das heißt, wenn ich in der zweiten Säule Maßnahmen rausnehme, dann habe ich Kofinanzierungsmittel frei, Landeskofinanzierungsmittel frei, die ich dann wieder für andere Maßnahmen machen könnte, wenn ich sie aus Eco-Schemes. Eco-Schemes werden zu 100% EU-finanziert.
Und in der zweiten Säule, glaube ich, bei 75-85%. Der Rest muss aus der Gemeinschaftsaufgabe, Bundesgeld und Landesgeld finanziert werden. Das sind alles so Überlegungen, aber aus meiner Sicht muss man erstmal anfangen, muss was auf den Tisch legen und dann guckt man, wie die anderen Legosteine darum passen. Dankeschön, ja, ist auch an. Ich würde mich gerne kurz auf den ersten Vortrag nochmal ganz kurz beziehen. Und zwar, da ging es ja eben, wenn ich es richtig verstanden habe, eben um die Entwicklung auch eben von, oder die Weiterentwicklung von eben neuen Zahlungssystemen oder Belohnungssystemen, sage ich jetzt mal so, für die Landwirte. Und Sie hatten ja eingangs auch erwähnt, dass ja eben nicht nur die Nahrungsmittelerzeugung, sondern eben auch da die Landschaftspflege ja auch was ganz Entscheidendes in der Landwirtschaft ist. Und für mich hat sich das auch jetzt so ein bisschen angehört, als würde die Rolle der Landwirte, zumindest gerade in so Grenzertragsregionen, eigentlich eher vom Bauer hin zum Landschaftspfleger, sag ich mal, gehen. Also ist das eine Entwicklung, die sich in der Zukunft abzeichnen wird? Würde ich mal irgendwie so als Frage sehen. Also ob tatsächlich einfach Flächen wieder ihrem Biotop zurückgeführt, ihrem ursprünglichen Biotop zurückgeführt werden und dass Landwirte da eigentlich auch die Aufgabe in Zukunft bekommen, eben finanziert von der EU, diese Flächen eben auch vermehrt zu pflegen und ja. Ja, das ist eine gute Frage. Das, was ich davor erzählt habe, ist, nehmen wir mal an, dass es die Direktzahlungen zukünftig schrittweise abgebaut wird, dann gibt es Regionen, die tatsächlich, wenn wir uns den internationalen Wettbewerb angucken, Schwierigkeiten haben, aufgrund der Produktionsbedingungen mitzuhalten, weil die Erträge niedrig sind. Dann stellt sich die Frage, sind diese Regionen nicht doch viel wert? Und dann können sie zum Beispiel eben doch einen hohen Biodiversitätswert haben. Und normal würde die Landschaft, wenn sie nicht landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, verbuschen, verwalden. Und damit gehen auch viele Biotopleistungen vorweg. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das heißt, man muss ja immer sagen, wir haben eine ganze Menge Vielfalt in der Landwirtschaft durch die Landbewirtschaftung. Das ist einfach ganz wichtig, dass sozusagen man nicht davon ausgehen kann, nichts tun, was einige manchmal denken, durch nichts tun wird die Welt wild und die Landschaft wird wild und damit ist alles schöner, dann wird ein bisschen langweiliger. Wir haben dann irgendwann nur noch Buchenwälder oder etwas anderes. Und die Vielfalt kommt ja, dass wir eben bestimmte Bewirtschaftungstypen haben. Und wenn die aufgrund der Veränderung und Abbau der Direktzahlung auch nicht mehr aufrechterhalten werden können, stellt sich die Frage, wenn es die Gesellschaft will, wenn sie sieht, das ist uns ein wichtiges Gut, dann muss es natürlich bezahlt werden, sonst wird eben überhaupt nicht bewirtschaftet. Das war so ein Stück weit der Hintergrund dabei. Darf ich nochmal, Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber das ist das prädestinierte Thema für den Deutschen Verband für Landschaftspflege, der Anfang der 90er entstanden ist in Franken, also in Süddeutschland, Thema Sozialbrache. So, wo also Landschaften offen, also brach gefallen sind, und man alleine aus Erhaltung der Kulturlandschaft und des Landschaftsbildes, nicht ausschließlich aus ökologischen Gründen, überhaupt sich Sorgen gemacht hat, wie die Landschaft, also wie die sich entwickelt. Also ob das verbuscht, ich will jetzt keine Horrorszenarien anmalen, aber das war einfach so eine der Motivlagen, dass wir uns um die Landschaft kümmern. So, und wer soll das machen? Das haben auch die Bürgermeister damit drin, in diesem Triumvirat, hätte ich fast gesagt, in diesem Verbund, die sich wirklich, ich will jetzt nicht den Heimatgedanken strapazieren, aber die sich wirklich um den Erhalt der Kulturlandschaft Gedanken gemacht haben. Das muss honoriert werden, sorry, also irgendwo vom Selbstverständnis her. Vielleicht nochmal dazu, ich fand es ganz interessant, oder wird er dann Landschaftspfleger? Das hatte so eine etwas negative Konnotation. Es ist ein Teil der Produktion. Also das ist ja auch das, was dargelegt worden ist. Natürlich in der Ausbildung, ich habe selber eine landwirtschaftliche Ausbildung, war wichtig, hohen Weizenertrag. Also das Selbstverständnis hing von hoher Milchleistung, hoher Weizenertrag ab. Und das Interessante ist, dass letztendlich die Frage ist, wird dieser Kulturwandel, findet der statt, dass zu sagen, eine Blühwiese mit vielen entsprechenden Arten ist auch eine Produktion, die die Gesellschaft nachfragt, wenn sie denn nachgefragt wird. Das ist halt nachher die Frage des politischen Prozesses. Ich glaube, diesen Wandel zu sagen, dass es auch ein tolles Gut ist, und da möchte ich zwei Beispiele mal nennen. Ich finde die sehr interessant. Ich war zusammen mit einem Landwirt, der hat einen sehr intensiven Obstbaubetrieb. Und der ist auch in der Kommunalpolitik aktiv. Und dann hat er gesagt, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, ich kann nicht so, ich probiere bei mir mal einen Blühstreifen in meinem Obst,
auf der Obstfläche an. Den hat er in der Nähe seines Hauses gemacht, weil er natürlich auch immer mal sehen wollte, was passiert da. Und dann hat er den Blühstreifen dorthin gebaut und dann in einem Gespräch habe ich gefragt, ja, was hat dieser Blühstreifen jetzt mit Ihnen gemacht? Und dann sagte er, er hat mich glücklich gemacht. Und das finde ich eine sehr schöne Äußerung, weil er sagte, mir war gar nicht klar, was da alles so passiert. Weil das ist, glaube ich, wichtig, diese Erfahrung, was das ist und was das bedeutet und wie schön das ist und dass es einen beglücken kann, die Vielfalt der Landschaft, muss ja auch erstmal wieder erfahrbar sein. Wenn ich das gar nicht kenne, warum soll ich das produzieren? Damit ist schon mal der erste Punkt. Ein anderer Punkt ist, den ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, er ist in Baden-Württemberg. Da gibt es einen Landwirt, der macht so Spätmahlstreifen. Und was hat er gemacht? Der hat an einen Spätmahlstreifen einen Stuhl hingestellt mit einem Zettel. Setzen Sie sich hin, riechen Sie, hören Sie, schauen Sie. Auch da ist wieder die Frage, erst einmal wieder diese Naturvielfalt erlebbar zu machen, nicht nur für die Naturschützer, die sich ohnehin drum kümmern, sondern auch für die Bevölkerung auf der einen Seite, aber auch für den Landwirt und ein anderes Verständnis dafür zu entwickeln. Und dann, wenn es denn eben eine besondere Leistung ist und die Gesellschaft diese nachfragt, sollte diese auch bezahlt werden. Geld ist eine Menge da, sie wird jetzt aber gerade anders ausgegeben. Ja, nochmal das, was ich eingangs versuchte beizubringen, hier versuchte nochmal darzustellen, wenn wir diskutieren, grundsätzlich, die verschiedenen Blickwinkel, die sind alle legitim. So, und ich war auch letztes Jahr hier beim Bauernverband Sachsen-Anhalt in Magdeburg da, das war auch ganz interessant, aber das war ein bisschen weiter weg, die Denke oder das Selbstverständnis. Da hatte man Probleme mit dem Niedrigwasser der Elbe, um den Weizen wegzubekommen. Aber über solche Aspekte am Rande, ja, also das ist immer, wo man gerade steht. Nur ich denke mal, der Grundtrend, und das ist für mich vielleicht ein bisschen zu einfach, aber wenn ich Volksbegehren in Bayern habe und Volksbegehren in Baden-Württemberg, wo heute Abend ein großes Verbändetreffen nochmal ist, ob es knallt oder nicht, das ist heute Abend der Termin mit der Regierung auch. So, das muss ich doch ernst nehmen, dass da ein gewisses Verantwortungsbewusstsein entsteht in der Gesellschaft und ich jetzt als Landwirt, der nur die drei Faktoren habe, Arbeit, Kapital, Boden, so, wo ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch sage, entweder mache ich Lohnmester für Wiesenhof, dann stelle ich meine Arbeit zur Verfügung, den Grund und Boden und alles andere ist fremdbestimmt. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist, aber so, das ist einfach Fakt, auch in Schleswig-Holstein. Oder aber ich sage, und das soll der Landwirt selbst entscheiden, so, das, ich habe hier noch Boden, ich habe die und die Möglichkeiten und ich habe die Nachfrage, entweder mit der Direktvermarktung, mit Produkten, dann darf ich auch Rechnung schreiben. Wer schreibt heute als Landwirt Rechnung? Preisfrage. Ich wüsste keiner, es wird nur abgerechnet, aber nur mal so vom Stellenwert her, dass dieses Bild der Landwirtschaft sich nicht nur rein betriebswirtschaftlich und ökonomisch errechnen lässt, sondern dass man gucken muss, wo kann ich Geld verdienen? Und wenn die Gesellschaft schon danach ruft, dass man wieder was für die Umwelt machen muss, dann wäre es doch töricht zu sagen, das ignoriere ich und ich produziere weiterhin Produkte, die auf dem Weltmarkt nichts bringen. Also ich sage mal so ein bisschen kritisch jetzt, so die Denke, da muss man einfach sich ein bisschen öffnen und diesen Würfel, der immer 5 Seiten hat, auch mal von anderen Seiten betrachten. Und letzte Anmerkung meinerseits, was mich persönlich umtreibt und auch bei diesem Thema umtreibt, von Lieberg hat Ihnen aufgezeigt, wie viel vom Roh- oder Realeinkommen, egal jetzt, Direktzahlungen sind. Das heißt, da sind Abhängigkeiten in Höhe von durchschnittlich 56% des Einkommens sind Direktzahlungen. Wenn man Abhängigkeit ins Englische übersetzt, dann hat es einen bestimmten Begriff, wo wir in der Gesundheitspolitik landen, wo es Entzugsprogramme gibt. So, das heißt, die Landwirte weiterhin in diese Abhängigkeiten zu treiben, mit diesem Ansatz, es ist für die Einkommenswirkung. Und deshalb bitte ich um Nachsicht, finde ich das Bild mit same species as last year. Die Bundesministerin hat auf ihr Gutachten reagiert, wir machen weiterhin mit Direktzahlungen. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Same procedure as every year. Das heißt, es ist einfach mal Zeit, sich auch über neue Ansätze Gedanken zu machen, im Sinne auch der Landbewirtschafter, die, denke ich mal, auch mal eine neue Rolle oder auch eine zusätzliche Ergänzung bekommen müssen. Da muss man einfach mal offen sein und drüber nachdenken. Es soll aus meiner Sicht aber jeder entscheiden, was er im Rahmen der Ordnungsmäßigkeit natürlich, wie er seinen Betrieb aufstellt. Was heute schwierig ist, aber es gibt eine Möglichkeit, davon bin ich überzeugt. Ja, also ich war, als ich den Eingangsvortrag gehört habe, war ich so ein bisschen schockiert, weil man weiß ja immer, dass das mit der GAP ein Elend ist, aber dass das so ein großes Elend ist, das dachte ich jetzt nicht. Und mein Vorschlag für das Zulawi-Team wäre, wenn man das Video hochlädt auf YouTube, dass man dann vielleicht den Titel wählt an Anlehnung an Wieso, die Zerstörung der GAP. So meine Frage ist, wir haben ja von der EU her, da sind ja alle Staaten drin und alle haben ja irgendwie diesen Pariser Klimavertrag unterschrieben
Und ich frage mich jetzt inzwischen, wird überhaupt, weil die GAP ja so viel Geld beinhaltet, wie ist da dieser Bestandteil drin und wird da überhaupt von dieser Zielperspektive, die man hat, dass man irgendwie 2050 netto null haben möchte, wie ist das da drin enthalten, wird das da umgesetzt, wie wird das von der Politik diskutiert, ist das überhaupt ein Ziel, was so von diesem, man hat das Ziel und dann setzt man das um, in der GAP gedacht wird, genau. Also es gab auch schon bisher Klimamaßnahmen im Rahmen der zweiten Säule, deswegen heißt er AUKM, Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, die dort gefördert worden sind. Da kann man natürlich lange drüber streiten, inwiefern Körnerleguminosen mit reingehören oder nicht reingehören. Es gibt da auch wissenschaftlich noch unterschiedliche Debatten. Der ganze Bereich der Düngung spielt eine Rolle. Der große Teil der Klimaschutzmaßnahmen läuft derzeit und wird wahrscheinlich auch zukünftig außerhalb dieser Maßnahmen laufen. Die Frage ist, wird die Landwirtschaft in die CO2-Bepreisung mit hineingenommen, über natürlich den Bereich der Treibstoffe schon, aber inwiefern auch dort die Landwirtschaft in die CO2-Bepreisung reinkommt, da findet momentan eine ziemliche Diskussion drumherum statt. Auf die Landwirtschaft kommt auf jeden Fall was dazu, dort Anpassungen vorzunehmen. Die Wege sind nicht so einfach und so klar. Und ich möchte das nochmal deutlich machen, das ist insgesamt bei der Agrarumweltpolitik schwierig. Ich kann beim Schornstein in der Fabrik, kann ich sehr wohl regeln, wie viel Abgase ich habe. Ein Landwirt produziert unter freiem Himmel und kann eben nicht alle Parameter steuern. Der kann düngen und es kommt mit einmal ein Extremwetterereignis, das Wasser schwemmt weg, der Ertrag ist niedrig, ich habe eine schlechte Stickstoffbilanz. Kann der Landwirt nichts dazu, weil es war vorher nicht absehbar. Das macht es auch schwierig, nachher solche Punkte zu vergeben, teilweise, weil ein Teil davon nicht in der Gänze steuerbar ist. Und das gilt in vielen Prozessen. Ich kann sie schlecht kontrollieren, sie sind nicht so einfach steuerbar und das sind einfach Bedingungen, die es schwierig machen, solche Prozesse zu integrieren. Und das ist eine große Herausforderung, die man immer mitbedenken muss. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich auch noch mal eine Frage habe, ist, da sind ja auch Maßnahmen im Set gewesen, wo ich mich frage, wie sollen die eigentlich kontrolliert werden, wenn kein Dünger oder kein Pflanzenschutz, man steht ja nicht daneben. Und ich weiß, so die EU-Bürokratie oder auch das Bundeshaushaltsrecht wird verlangen, dass die Maßnahmen, wo Geld bezahlt wird, muss auch kontrollierbar sein. Was haben Sie sich dabei gedacht? Gut, ich kann mir das einfach machen, dass ich sage, ich bin nicht zuständig. Das ist natürlich Quatsch. So, grundsätzlich, wir sind im Fluss. Ich bin aber so ein bisschen, ja, vielleicht so positiv. Ich sehe, was in anderen Mitgliedstaaten gemacht und überlegt wird. So, das ist wieder die Grundeinstellung. Ich zitiere da gerne die Holländer, die sagen, ich habe die und die Vision. Gut, ist ja so ein unfairer Vergleich, weil die eine klare Vorstellung haben, die wollen in die Kreislauflandwirtschaft zum Beispiel. Die haben in der Landwirtschaftspolitik klare Ziele. Haben wir leider nicht. So, aber egal, vom Ansatz her wollen sie grundsätzlich die Hilfsmittel nutzen, so weit nutzen, dass sie das Design der Maßnahmen, sage ich mal so ein bisschen jetzt an das Design des Kontrollsystems, wo ich noch nicht weiß, wo Deutschland hinrudert. Also es gibt jetzt Verhandlungen mit der Kommission zu investiven Kosten. Kurz als zur Erläuterung, der Grundtrend ist nach einer sogenannten Omnibusverordnung, die jetzt im Moment aktuell ist, dass die Kommission schon so ein bisschen locker lässt und sagt, ihr könnt mit Pauschalen arbeiten, ihr könnt mit Durchschnittswerten kalkulieren und so weiter. Also das ist eine leichte Entspannung gegenüber dem Grundvorwurf, dass zu hart und zu viel und zu doppelt und so weiter, also kontrolliert wird. So. Bei den Maßnahmen ist es so, die alten, auch was Sie uns ja empfohlen haben, oder der Kollege Röder empfohlen hat, prüft ihr bei Düngung und Pflanzenschutz. Es gibt gewisse Entwicklungen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert so Dinge wie Apps. So, das heißt, also da steht dann drüber Selbstauskunft, dass man auch die Selbstauskunft der Landwirte nutzen könnte, indem sie dokumentieren, wenn es konkret bei uns jetzt nicht um Mahttermine, um Schnitthöhen, um Vollmond oder nicht geht. So, das kann man machen, indem man dem Landwirt vertraut. Du kriegst, das ist die sogenannte Naturschutz-App, die jetzt aus der zweiten Säule kam, der genau dokumentiert, wo die Flächen sind, mit GPS, wann er was macht und so weiter. So. Zweiter Punkt, die Diskussion, der ich nicht folgen kann, und das steht in der Verordnung, Eco-Schemes hatten Sie gesagt, nicht einjährige Maßnahmen, sondern in der Verordnung steht Annual Payment, das heißt also Maßnahmen, die jährlich ausgezahlt werden in der ersten Säule, wie die Direktzahlung. Da steht nichts von in der Verordnung, dass sie einjährig sein müssen und dass die jedes Jahr anders sein müssen. Das heißt, mit ein bisschen Kreativität, sage ich als NGO, gerade bei Düngung,
jetzt kann man noch wieder diskutieren, Acker oder Grünland, wo wirkt was, wenn ich ein Jahr mal kein Stickstoff dünge oder wenn ich im Sommer mal einen Hafer an, also meine Aushagerungsfrucht einbringe, wie die Ökos das machen. So, kurzum, ich habe keinen Passus gefunden, wo drin steht, auch jetzt, wo man sagen könnte, Landwirt, wenn du dich für 3 Jahre im Grundantrag durch einen technischen Haken, wie auch immer, verpflichtest, dass du eine gewisse Maßnahme, nämlich kein Düngung und kein Pflanzenschutz, erstmal grundsätzlich beantragst, du machst das länger als ein Jahr, dann kann er vielleicht einen Bonuspunkt bekommen. Und der Wissenschaftliche Beirat hat auch empfohlen, mit Bonuspunkten zu arbeiten. Das haben wir auch im Hintergrund noch mit drin. Dass er einen Anreiz bekommt, okay, wenn ich dann 3 Jahre nicht dünge oder 5 Jahre nicht dünge, wie bei den Agrarumweltprogrammen, dann bekomme ich noch einen leichten Anreiz. Wie kann ich das kontrollieren? Das sagen die Holländer mir, das geht über Fotogramm, Spektrographie, wie auch immer. Da habe ich in der Schule nicht aufgepasst. Aber es geht über, man kann es kontrollieren, was Düngung anbelangt, was den Chlorophyllbestand und die Versorgungsgrad. Das kann man in dem Projekt Zen4Cap, da läuft ein EU-Projekt, wo man bis zu einem Wahrscheinlichkeitsgrad von 10% Abweichung Maartermine, hier Nährstoffversorgung aus der Luft kontrollieren kann. Aber da ist Ihr Institut ja auch dran, sage ich einfach mal. So, das heißt, dass man diese Möglichkeiten nutzt, immer wieder gucken, was kann ich technisch möglich machen, wo kann ich dem Landwirt entgegenkommen. Die Holländer zum Beispiel haben vor, den Landwirt über eine App daran erinnern, dass er nächsten Tag mähen muss, oder also dass er zumindest irgendwelche Anträge abgeben muss. Wie auch immer. Das ist ja schon mal eine Revolution, sage ich mal, dass die Verwaltung dem Landwirt Bescheid sagt, du musst was machen. Aber nur vom Ansatz her. So, und unsere Maßnahmen, wir haben gesagt, Maartermine rausgenommen, wir haben das schon sehr kastriert, in Anführungsstrichen, schon sehr reduziert vom ursprünglichen Ansatz, aber Düngung und Pflanzenschutz muss drin bleiben, weil das noch so die letzten Maßnahmen sind, die auch entsprechende positive Wirkung für die Umwelt. So, und da sage ich mal, dann Verwaltungsleute, dann stellt ihr euch bitte mal an. Also nicht, weil ich dann die Hände in den Schoß lege, aber da geht mal bitte positiv ran und überlegt mal, wie man das machen könnte, selbst auf die Gefahr hin, dass man vielleicht prozentual, also mit den Sanktionen, dass man da entsprechend guckt, weil vor dem Hintergrund, wir haben keine Maßnahmenorientierung mehr, sondern wir haben eine Zielorientierung. So, das heißt, wenn der Landwirt eine Maßnahme durchführt oder eine bestimmte Handlung macht, wo die Fachleute sagen, da ist eine Wirkung bei, dann kommt mir persönlich, oder kann das nicht an den letzten Metern nachher scheitern. Also bei Düngung und Pflanzenschutz ist klar. So, aber dass man da irgendwo konstruktiv miteinander und die Verwaltung, wie gesagt, nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt, sondern dass die Verwaltung dafür da ist, das hieß früher mal, hat eine dienende Funktion, dass die sich was überlegt, damit der Landwirt davon profitiert. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, und zwar würde ich gerne mal auf den Begriff der Gemeinwohlprämie kommen. Ich habe mal so parallel mitgeschrieben, was als Synonym alles genannt wurde. Das sind ja alles Ökoleistungen, Ökosystemdienstleistungen, haben Sie gesagt, Umweltleistungen, Klimaschutz, ganz viel über Biodiversität. Also für mich ist Gemeinwohl auch ganz viel gesellschaftliche Leistung im Sinne von Teilhabe. Also sind die ganzen sozialen Aspekte, die man auch entlohnen könnte im Sinne von Förderung sozialer Aktivitäten im ländlichen Raum völlig raus? Ist das mal angedacht worden und der Begriff wurde noch beibehalten? Oder ist jetzt Umweltdienstleistung einfach nicht so schick und Gemeinwohlprämie klingt besser? Wie kommt das jetzt zustande? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Da muss man sich fragen, was ist denn wirklich Gemeinwohl? Und wenn man in die wissenschaftliche Literatur guckt, gibt es keine einheitliche und auch gesetzliche einheitliche Regelungen. Ich habe schon gedacht, so eine Frage kommt, mir das mal ein bisschen rausgesucht. Letztendlich kann man sagen, was sind Gemeinwohlleistungen? Sind Leistungen, die von selbstverantwortlich tätigen Unternehmern freiwillig erbracht werden und der Allgemeinheit in der Weise zugutekommen, dass einzelne Personen von deren Nutzung nicht ausgeschlossen werden können. Das Prinzip der Freiwilligkeit impliziert, dass nur dann von Gemeinwohlleistung gesprochen werden kann, wenn die erbrachten Leistungen in ihrem Umfang und oder ihrer Qualität über das durch das Ordnungsrecht vorgegebene Maß hinausgehen. Das ist ganz wichtig und letztendlich die Nichtausschließbarkeit, die ist eben auch wichtig, dass es eben Charakter eines öffentlichen Gutes hat. Das haben wir bei vielen Agrarumweltmaßnahmen. Das ist ja auch ein Stück der Architektur. Die ganzen sozialen Bereiche werden in der zweiten Säule über die ländlichen Programme adressiert. Jetzt müsste man genau definieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ist es nicht Gemeinwohl, wenn jetzt höhere Löhne, weil man im sozialen Bereich, dann ist ja nicht mehr, haben ja andere nichts davon, dann haben einzelne Personen einen Nutzen von. Also man müsste schon definieren im sozialen Bereich die nicht aus,
die Nicht-Ausschließbarkeit und Freiwilligkeit so zu definieren, dann ist das natürlich zu diskutieren. Ganz von uns, also von unserer Warte, wir haben, also müsste es wirklich wissenschaftlich, weiß ich nicht korrekt heißen, Gemeinwohlprämie am Beispiel der allgemeinen Biodiversität, Wasser- und Klimaschutz. Wir haben in unserer norddeutschen Bescheidenheit eben angefangen nur mit der allgemeinen Biodiv. So, und sind natürlich auch gefragt worden, was ist mit Bodenschutz, was ist mit Tierschutz, was ist mit Tierwohl. Also da kam die ganze, alles so, da haben wir gesagt, ja, alles schön und gut, aber unser Grundsatz war ja, die Kollegen haben angefangen mit den verfügbaren Daten des Grundantrags. So, wo eben keine Bodenschutzwerte waren, wo keine Tierwohlwerte waren, wo man guckt, ist das jetzt haltungsbedingt oder gesundheitsfaktor, wie auch immer. Da haben wir gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir machen dies, wir machen dann noch Klima und Wasser, weil Herr Habeck das unbedingt wollte als Minister. Und dann haben wir gesagt, so stopp. Und dann wollte die Politik eben auch noch Bodenschutz. Dann haben wir gesagt, dann gib uns, solange Grundprinzip, solange die Logik dieses Ansatzes nicht gefährdet ist, kann man sicherlich das erweitern. Aber es geht immer wirklich um Grunddaten, wo bekomme ich die her? Wie ist der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis? Und da habe ich den Engpass eben des Grundantrages, beziehungsweise nach unserem Prinzip, das, was verfügbar ist, nehmen wir. Es lässt sich sicherlich grundsätzlich erweitern. Auch die anderen Modelle der Kollegen von der ABL, die haben die ganzen Aspekte mit drin. Wie auch immer die jetzt in welchem Verhältnis stehen, wir haben uns auch bemüht, das Verhältnis der Wirkung von Biodiff-Maßnahmen zu dem Nährstoffmanagement auch hinzubekommen. Das heißt also die Verhältnismäßigkeit der Punkte untereinander. Haben uns jetzt, das habe ich erläutert, erstmal nur wieder auf Biodiff zurückgezogen, weil wir beim Nährstoffmanagement warten müssen, was aus der Nitratgeschichte kommt, ob das nicht alles über das Ordnungsrecht abgewickelt wird, dann gibt es auch keine Punkte. Also insofern, wir sind so ein bisschen im Fluss und haben das nachher, aus welchen Gründen auch immer, zack, nach Marketing gewesen sein, weiß ich nicht, Gemeinwohlprämie genannt. Aber es hat Wirkung gezeigt, also insofern. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, wenn jetzt keine im Publikum ist. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt Landwirt in der Magdeburger Börde. Mhm. Und dann wird jetzt der DVL sagen, für einen Blühstreifen gibt es 4 Punkte. Und jeden Punkt gibt es 50 Euro. Dann, oder sagen wir mal 100 Euro, sind wir ein bisschen ambitiös. Dann sind das 400 Euro. Dann würde ich tendenziell sagen, nee, das reicht mir nicht. Das muss schon ein bisschen mehr sein. Und da kommen wir ja ein bisschen in das Problem, wenn die Bepunktung ganz unabhängig vom Standort stattfindet, dass ich einen Anreiz vor allem in den Regionen habe, in denen ich ja nicht so produktiv bin. Die Anforderung meistens aus dem Agrarumweltbereich oder Naturschutzbereich ist, wir müssen auch in diese Region rein. Und die Landwirte sagen, wir machen wir gerne, die Zahlung muss stimmen. Und das ist bis heute nicht gegeben, dass die Agrarumweltmaßnahmen die Prämie nicht nach Standorten gestaffelt ist und in der Höhe so austariert ist, dass sie sich für sich nicht lohnt. Das heißt, viele Landwirte würden gerne, aber die Prämierung reicht nicht aus. Und das ist beim Punktemodell ja vielleicht auch so. Oder ist etwas angedacht, zu sagen, es gibt eine Standortbezogenheit? Ja, aber diese Gedanken sind im Moment politisch nicht opportun. So, Sie haben völlig recht. Das wurde natürlich auch in Magdeburg gefragt, ist völlig klar. Wobei wir uns klar sein müssen, die Eco-Schemes sind ein freiwilliges Angebot und die Landwirte sind nicht verpflichtet, das zu machen. So, das heißt, ich gehe auf einen Markt, wo ich gar nicht, ich jetzt nicht die Erwartung habe, dass alle 16, wie viele Millionen Landwirte haben wir, sofort aufspringen. Auch auf Empfehlung Ihres Hauses gibt es bei den diversen Betriebsstrukturen irgendwann, wenn ich mit einem einheitlichen Punktwert rangehe, Übervorteilung. So, dann gegenüber den 4, so, dann haben wir diese Diskrepanzen und so weiter. Man könnte es konjunktiv, auch auf Ihre Empfehlung hin, könnte man das sicherlich regional differenzieren, Klammer auf, was die Holländer im Moment machen, die sich ihre Provinzen angucken und das wirklich sehr systematisch, aber wie gesagt, da kommt von oben, von der Leitung aus Ihrem Hause schon der positive Impuls, macht euch Gedanken, weil wir müssen umschwenken, wir haben jahrelang Blödsinn gemacht in Holland, das ist auch, aber da ist der Wille zumindest da. Man könnte es, und da würden wir Ihrem Rat auch folgen, des Thün-Instituts, sicherlich das weiter regionalisieren, aber dann verlieren wir wieder die Politik aus dem Auge, die ich ganz gerne in deren Kontakt ich gerne bleiben möchte, weil das wäre noch zu schnell für unsere Verwaltung, glaube ich, mal unter uns jetzt gesagt. Aber man könnte es sicherlich machen. Nur, es ist nicht unser Anspruch, dass alle mitmachen, das muss ich auch sagen. Also dann die Börde, die sollen dann, sie die beiden Bilder, die verdienen ihr Geld dann am Markt. So, und die können aber, und das auch nochmal ganz wichtig, wir wären gerne größer gestartet, auch für die zweite Säule, immer die Kombi sehen, die erste Säule mit der zweiten zusammen, dann mögen die teuren oder auch die guten, tiefgrünen Maßnahmen nehmen, die es auch in Sachsen-Anhalt gibt, aus der zweiten Säule. Also da kann er ja wählen.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann, sind wir nun am Ende dieser Ringvorlesung, aber auch dieser gesamten Ringvorlesungsreihe in diesem Semester. Genau, die Landwirtschaft, die befindet sich gerade in einer sehr interessanten Zeit und ja, wobei viele Akteure natürlich vor großen Herausforderungen stehen. Wir hoffen mit diesem Programm sowohl die großen Chancen und Möglichkeiten dargestellt zu haben, während natürlich auch weitere Punkte bestehen, die Verbesserungsmöglichkeiten haben. In diesem Sinne wollen wir uns auch nochmal bei Frau Professor Thesfeld bedanken und bei Frau Pirscher für die Unterstützung dieses Moduls, sowie bei unseren Sponsoren und Cedric, der in Witzenhausen den Livestream unterstützt hat. Vielen Dank.